Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Seid gegrüßt, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich darüber. Ich hoffe, ihr habt ebenso wie ich euer Lieblingsgetränk an der Seite stehen. Ihr dürft euch ganz entspannt zurücklehnen, ja, vielleicht noch ein bisschen was zu knabbern holen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung heute bei der Kaffee mit Sashi Show für den März 2024. Und ich habe wieder versucht, einige interessante Themen zusammenzustellen für uns Filmfans, Filmfreunde, Filmsammler, alle, die Bock haben auf Film und Heimkino. Ja, als da wären, wir fangen gleich an mit einem Mystery Unboxing. Mich hat wieder mal ein kleines Päckchen erreicht. Das werden wir gleich zusammen auspacken. Dann freue ich mich sehr wieder auf einen Gast hier am Tisch, nämlich meine Tochter kommt wieder, mit der ich ja tatsächlich mittlerweile so einige Videos hier gedreht habe, die sehr, sehr gut ankommen bei euch. Kann ich nur sagen, Wahnsinn, was für Kommentare, was für eine Resonanz auf diese Videos gekommen ist. Und tatsächlich werden wir dieses Format fortsetzen, Treffen der Generation. Weil ich finde es unfassbar interessant, mit der Generation meiner Tochter über Filme zu reden, wie Filme aus meiner Zeit auf sie wirken. Und genau das ist das Konzept hinter diesem neuen Format, Treffen der Generation. Ich zeige meiner Tochter zukünftig Klassiker aus meiner Kindheit und Jugend, ja, Filme, die tatsächlich auch als Klassiker gelten, und rede dann hinterher mit ihr in einem kleinen Video über den Film. Wie fand sie ihn, wie fand sie den Soundtrack, die Darsteller, die Inszenierung, alles, was dazugehört. Und ich habe mit ihr geschaut, Der weiße Hai. Und sie wird nachher hier am Tisch sitzen mit mir zusammen und mir sagen, wie ihr der Film gefallen hat. Tatsächlich ist sie verschwiegen wie ein Grab. Ja, sie hat mir nichts gesagt. Sie hat nicht mal im Ansatz bis jetzt durchblicken lassen, wie ihr dieser Film gefallen hat. Dieser Klassiker von Steven Spielberg, Der weiße Hai, der ja in meinen Top 100 Filmen aller Zeiten, meine Top 100 Lieblingsfilme, ich glaube auf Platz 5 steht. Ein wahres Meisterwerk. Musste ich auch jetzt einfach wieder sagen, bei der Neusichtung, an dem Film stimmt einfach alles. Da gibt es für mich nichts zu mäkeln. Ich bin sehr gespannt, was die andere Generation nachher sagt. Dann werden wir nochmal aufs aktuelle Kinoprogramm gucken. Ich mache nachher die Homepage auf meines Stammkinos. Wir gehen mal die Filme durch, die da so angeboten werden. Ich quatsche ein bisschen drüber, was für mich so in Frage kommen würde. Was würde ich gucken? Was würde ich links liegen lassen? Und ganz am Ende gibt es dann noch mein Format Filme geschaut und beurteilt. Ich stelle euch wieder einige Filme vor, die ich in den letzten Wochen geschaut habe. Sage meine Meinung dazu, werde sie bewerten auf einer Punkteskala, bei mir ja Kaffeebohnen von 1 bis 10. Und ja, am Ende des Videos bin ich natürlich gespannt, egal zu welchem Thema, egal zu welchem Teil der heutigen Kaffee mit Sashi Show, schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir eure Meinung einfach unten rein. Leute, solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte tut es und aktiviert auch die Glocke, denn dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung. Und wir fangen jetzt an, nach dem ersten Schluck Kaffee mit dem Mystery Unboxing dieses kleinen Päckchens dort. Prost, Leute, der erste Schluck geht wie immer auf euch Zuschauer. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch gibt. Denn nichts ist schöner, als nach so einem Video hier mit euch in den Kommentaren in den Austausch zu gehen. Ja? So, wir fangen an. Ich habe mein Handwerkszeug hier. Als erstes immer die Brille. Und als zweites immer ein Messer. Und da habe ich ja dieses Batman-Messer, was ja unter anderem auch mal in einem Mystery-Paket drin war. Und da kannst du ja zwei Klingen so ausspreizen und dann sieht das Ganze höchst gefährlich aus, ja. Also für alle Batman-Fans ist das natürlich hier ein absolutes Must-Have. So, das Wichtigste für ein Mystery-Unboxing ist natürlich das Paket, sprich das Päckchen. Es kommt von Frank Zito Original. Einmal raufgucken. Ja, richtige Adresse, Frank Zito Original, genau. Und der hatte es auch angekündigt kurz, dass eine kleine Sache an mich unterwegs ist. Ich bin jetzt sehr gespannt drauf, was da drin ist. Leute, Messer, Päckchen, wo ist oben, wo ist unten? Wo ist die Lasche? Das ist tatsächlich bei mir immer ein Problem. Ihr habt es gerade gesehen, Leute, niemals so schneiden, immer da irgendwie hinschneiden. Immer vom Körper weg. Man sagt ja immer, vom Körper immer wegschneiden mit so einem Messer, wenn man sowas aufritzt. Aber ganz ehrlich, das ist ja so unpraktisch. Ne? Ich meine, wie sieht denn das aus? Also wie geht das denn vom Körper weg? So? So? Das ist ja völlig unpraktisch. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit, mit dieser Sicherheitsanweisung vom Körper weg? So, und dann haben wir hier noch
Vielleicht reicht das schon. Es reicht nicht. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Bitte haben Sie Geduld. So, das ging doch schnell. So, jetzt können wir es öffnen. Und ich mache es wie immer. Ich stelle es da drüben hin und hole es raus. Hier ist Knisterfolie. Viele mögen das ja gerne, hier dieses Umgeknister damit. Immer, dass sie da knistern können. Mir ist es wurscht. Und dann sind da so Styroporbällchen drin. Boah, kann ich ja nicht hören, ne? Wenn das so quietscht, ne? Hier, Styropor. So, da kommt schon das erste. Und da haben wir Rock Hudson in Taza, Sohn des Korchisi. Was? Wie bitte? Taza oder Taser? Wie heißt das? Und Sohn des Korchisi. Das ist ja spannend. Und das Ding geht ultra kurz. 75 Minuten nur. Rock Hudson. Frank, schreib mir mal rein. Was ist das für ein Film? Ich habe da noch nie von gehört. Ich kenne viele Filme mit Rock Hudson. Aber Taza oder Taser? Noch nie von gehört. Noch nie von gehört. Kein Wendecover, leider. Die bedruckte Blu-ray. Also ihr merkt schon, ich bin völlig sprachlos, weil ich noch nicht mal ansatzweise gewusst habe, dass Rock Hudson so eine Art Film mal irgendwann gemacht hat. Da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Rock Hudson zeigt in einem wunderbar fotografierten Film einen spannenden Abschnitt der Besiedlung Amerikas aus Sicht der Ureinwohner. Sehr interessant. Sehr interessant. Nächster. Der Leuchtturm, Robert Pattinson und Willem Dafoe. Ja, da habe ich ja schon viel, viel Kram drüber gehört. Es ist ja so, also der Film ist ja relativ neu. Ja, ist gewollt in Schwarz-Weiß, glaube ich, gedreht, womit ich eigentlich keine Probleme habe. Ja, ich mag Schwarz-Weiß-Filme, also dieses Ding, das ich tatsächlich hatte als Jugendlicher früher, wo ich gesagt habe, ich kann mit Schwarz-Weiß-Film nichts anfangen. Ich meine, wenn man uns die Farbe geschenkt hat, warum sollte man nicht auch Filme in Farbe dann drehen? Tatsächlich war es ja früher oft nicht so möglich, ne? Früher gab es ja noch nicht so viele Farbfilme. Ganz früher. 100 Jahre zurück. So. Wenn man allerdings einen Film dreht, der jetzt, weiß ich nicht, wie alt ist der hier? 4 Jahre oder so? 4, 5 Jahre? 2018 oder so? Wenn man den gewollt jetzt wieder in Schwarz-Weiß dreht, dann frage ich mich natürlich wieder, was ist das? Ich habe Unmengen an Reviews über diesen Film gesehen, Der Leuchtturm. Ich weiß sogar, dass das Ende nicht befriedigend ist. Ein befriedigendes Ende ist immer dann für mich, wenn es alles aufgelöst wird, wenn zumindest durchscheint, wie das Ende ist, aber nicht, wenn man da so einen verschwurbelten Kram macht. Das hört sich wieder nach so einem Arthouse-Kunstfilm an. Von irgendeinem Regisseur, der wieder für sich gesagt hat, ich muss was anderes machen als alle anderen. Ich gehe jetzt andere Wege, ich drehe in Schwarz-Weiß. Ich mache eine verschwurbelte Handlung. Ich zeige eigentlich nichts Spektakuläres. Und am Ende sitzt der Zuschauer dümmer da als vor dem Film. Also wenn das so ein Ding ist, dann werde ich wahrscheinlich das ganz schnell ausmachen. Weil auch das ist tatsächlich mittlerweile bei mir so. Ich verschwende keine Lebenszeit mehr auf Filme, die mich nicht in der ersten halben Stunde packen. Die werden rigoros ausgemacht. Das ist wirklich so. Dazu gibt es einfach zu viele Filme. Es gibt zu viele gute Filme, mit denen man seine Lebenszeit verbringen soll. Und wenn ich nach einer halben Stunde merke, da catcht mich immer noch nichts, wird das Ding ausgemacht. Also, Entschuldigung. 2 Männer, kein Entkommen. Und da ist auch so ein komischer Fischwand zu sehen von so einer Meerjungfrau hier in Schwarz-Weiß. Also ich bin da sehr, 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 guck mal, ist sogar Wendecover, noch nicht gewendet. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Trotzdem werde ich ihn natürlich irgendwann mal anfangen zu sichten. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ist dieser Film Der Leuchtturm etwas für mich? Alten Retro- und Klassiker-Fan, der auf alte, gute Filme steht, die mit einer relativ
guten roten Handlungslinie durchzogen sind, mit geilen Darstellern, wo man am Ende sagt, was für ein geiler Film, was für ein geiles Ende? Oder ist das so ein verschwurbelter Arthouse-Kunstfilm, mit dem ich vielleicht nichts anfangen kann? Da bin ich sehr gespannt jetzt mal auf eure Kommentare. Frank, kannst ja mal reinschreiben, warum du ihn mir zukommen hast lassen. Ich meine, das Cover war nicht gewendet. Bin ich sehr gespannt drauf. Was haben wir hier? Ja, Frank, voll ins Schwarze getroffen. Duell Enemy at the Gates. Jude Law und Joseph Fiennes. Wie oft hatte ich den bitte sehr schon in der Hand? Wirklich, Leute. Oft. Ich mag die Besetzung. Jude Law, ich mag Joseph Fiennes. Rachel Weisz ist auch noch dabei. Bob Hoskins und Ed Harris. Und den habe ich in Ansätzen vor Jahren mal im Fernsehen gesehen. Wendecover bei und noch nicht gewendet. Ja, Mensch, dann machen wir das doch hier. Ist doch herrlich. Ist doch einer meiner liebsten Aufgaben, wenn ich neue Filme bekomme, das Cover zu wenden. Das gibt mir so eine innere Filmbefriedigung. So einen filmischen Höhepunkt. Duell, Enemy at the Gates. Da bin ich wirklich gespannt drauf, ob der immer noch so gut... Damals im Fernsehen natürlich gesehen mit diversen Werbeunterbrechungen. Ja, und es ist, wie gesagt, schon lange her. Aber ich kann mich erinnern, dass ich den relativ gut fand und den auch, wie gesagt, schon oft in der Hand hatte. So sieht die DVD, die Blu-ray aus. Also nichts Spektakuläres. Beim Leuchtturm hatte ich euch die gar nicht gezeigt. Willem Dafoe und Robert Pattinson. Also eins muss ich ja sagen bei Robert Pattinson, er gefällt mir hier als wettergegerbter Seemann und Leuchtturmwärter 100-mal besser als goldfunkelnder Vampir in der Twilight-Saga. Wie konnte man so etwas auf die Menschheit loslassen wie die Twilight-Filme? Ja, warum frage ich mich das eigentlich? Weil die Dinger einen unglaublichen Erfolg hatten. Die Bücher wie auch die Filme. Ich meine, die haben eine ganze Generation geprägt. Alle wollten goldfunkeln, wenn sie sich ausziehen in der Sonne. Abends haben sie dann gemerkt, sie glühen rot, weil der Sonnenbrand da war. Sie sind halt keine Vampire. Aus den Romanen. Absoluter Volltreffer. Also, die beiden sind schon mal absolut top. Hammer. Der hier wahrscheinlich vielleicht auch, aber bei mir ist gesunder Respekt vorhanden. Also, Frank, dafür, dass das Ding nur so klein ist, sind da aber einige Sachen drin hier, ne? Die Hölle der lebenden Toten. Habe ich schon. Die Hölle der lebenden Toten. Das ist ja dieser Zombie-Film, der schamlos den Soundtrack von Dawn of the Dead wegnimmt. Also dieses Goblin-Ding, ne? Was für ein Film, ne? Dawn of the Dead, da kann der natürlich dramaturgisch und von den Charakteren nicht mithalten. Trotzdem ist das für mich ein absoluter Kultfilm. Jetzt muss ich mal eben gucken, in welcher Version ich ihn habe. Bin gleich wieder da für euch. Ich habe ihn in dieser. Ja, also das sind praktisch jetzt die Unterschiede. Also bei mir ist so ein Schmutzüberzug noch bei. Den kann ich abziehen. Und dann habe ich da das Cover. Und ich glaube, das Originalcover war im Inneren. Kann das sein, dass das so ein Wendeding... Oh nee, das Originalcover ist gut. Oh Gott, wie schlecht. Also, was hat der Layouter sich denn dabei gedacht? Also, mal ganz ehrlich, ein ultra hässlicher Schriftzug, den hätte ich ja noch besser hingekriegt mit irgendeinem Grafikprogramm, darunter diese fotogeshoppten Gesichter und dann dieser weiße Ball, der aussieht wie so ein Mond oder eine Sonne, wo nichts, aber auch rein gar nichts reingedruckt, gemalt oder sonst was wurde. Wie schlimm ist das denn, bitte sehr? So sieht dann meins aus. Und so sieht der Überzug aus mit dem Original. Spannend. Wirklich spannend. Wendecover ohne FSK bei dir.
So, Hölle der lebenden Toten. Viele sagen ja, sie können mit diesen alten Zombie-Schinken nichts mehr anfangen. Tatsächlich ist es so, dass es vom Tempo her natürlich, was diese Filme angeht, schon sehr zäh zugehen kann. Also, das stelle ich diesen Film gar nicht in Abrede. Das ist tatsächlich so. Teilweise geht es sehr zäh, sehr gemächlich zu. Teilweise wartest du irgendwie darauf, dass endlich mal nach einer halben Stunde irgendwie wieder ein Zombie um die Ecke schleicht. Ja? Trotzdem ist es für mich so, dass ich diese Filme huldige aufgrund ihrer Atmosphäre. Ich finde, diese Filme haben auch oft aufgrund des Soundtracks, auch aufgrund oft der Locations in irgendwelchen Dschungeln, Wüsten manchmal, die haben eine ganz besondere Stimmung, eine ganz besondere Atmosphäre. Und deswegen liebe ich die Dinger praktisch, ne? Also, das ist gar nicht unbedingt so, dass ich sage, wow, das sind die besten Filme, best inszeniert. Also, ich glaube, ich würde ganz vielen günstig produzierten Zombie-Filmen aus den 70er, Anfang der 80er Jahren wahrscheinlich nur 3-4 Kaffeebohnen geben. Ich habe ja zum Beispiel auch Schreckensmacht der Zombies mit Peter Cushing. Da passiert fast gar nichts, aber ich finde die Atmosphäre so cool. Und den gucke ich auch immer mal wieder. Inszenatorisch, aber oft völliger Käse und Quark. So, dann geht es weiter. Wie gesagt, das ist jetzt die Version von Frank. Ich werde schon mal das Wendecover auch dementsprechend wenden, weil der Film auf jeden Fall irgendwie hier gut aufgehoben ist. Egal in welche Richtung das geht. Hier, guck mal, warum hat man denn diese drei Typen nicht bei mir aufs Wendecover innen drin gemacht? Da, wo dieser gleißend und helle Ball ist. Warum nicht? Was ist los gewesen wieder? Zu viel Kaffee getrunken? Gab's leckeres Gebäck? Kekse? Happa happa? Wart ihr abgelenkt? Keine Ahnung. Ist immer noch was drin. Otto ist Catweasel. Frank, echt? Wirklich? Ich liebe ja Otto Waalkes, ne? Ich liebe seine Live-Shows von früher. Ich liebe die Otto-Filme, zumindest 1 und 2. 3 waren dann sehr, sehr kindgerecht. Wobei ich da auch wieder gut mit der Location zurechtkam, finde ich, mit diesem Leuchtturm da an dem Deich. Und dann ging es ja mal nach Amerika rüber. Aber das wirkte schon so ein bisschen sehr verhackstückt. Dann hat man Steffi Graf eingebaut, man hat Loriot mit eingebaut, man hat Otto eingebaut, der ganz schlecht Englisch redet. Dann gab es noch den Liebesfilm. Nochmal ein Abstieg weiter runter und dann gab es noch den Katastrophenfilm mit diesem Schiff. Das war für mich gar nichts mehr. Und womit ich überhaupt gar nichts mehr anfangen konnte bei Otto waren leider diese Zwergenfilme, weil das ist ja dann so kindgerecht. Ich meine, Otto bestach ja gerade in seinen Live-Shows früher durch seine Bissigkeit auch. Eine gewisse Bissigkeit. Deswegen gibt es ja mittlerweile bei den Otto-Shows Disclaimer, wenn du sie im Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wo guckst. Disclaimer sind für mich nichts anderes als Erziehungsmethoden, um die Zuschauer erziehen zu wollen. Denn normalerweise ist es ja so, du guckst als Zuschauer einen Film oder eine Sendung, einen Beitrag und bildest dir selber ein Urteil. Ballerst du ein Disclaimer davor, dann ist das eine Sache, ich muss denen jetzt was sagen, wie so ein Lehrer. Ja klar kann man sagen, ja skipp doch vor, ja mache ich ja auch. Ich gucke ja so gut wie gar nichts mehr. Öffentlich-rechtlich oder sonst wo, wo irgendwelche Texttafeln vor sind. Ich habe ja alles in meiner Sammlung, zum Glück. Zum Glück. Jetzt kommen nämlich so langsam die Punkte, wo ich sage, das liebe ich an meiner Filmsammlung, an meiner physischen, im Gegensatz zu diesen Streaming-Diensten, die jederzeit für jeden Film einen Disclaimer ballern können. Mir geht's ums Prinzip. Mir geht's nicht darum, dass da jetzt was steht, was ich vorskippen kann, sondern mir geht's um das Prinzip, dass man erwachsenen Menschen, dass man die scheinbar für dusselig hinstellt. Darum geht's mir. Warum muss man darauf hinweisen? Wenn ich einen gesunden Menschenverstand habe, merke ich doch, was da passiert. Egal, was das für Motive sind, die in dem Film behandelt werden. Und ein Disclaimer vor Otto-Shows, also nur mal ganz ehrlich, Leute, ne? Ja, gut, Catweasel. Ich weiß gar nicht, ob den meine Mutter wollte den damals mit meiner Tochter im Kino sehen. Ich weiß gar nicht, ob die da waren. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weiß ich nicht. Frank, guck ich mal, Catweasel, Otto. Nur weil Otto draufsteht, heißt das nicht, dass das die Art Otto-Humor ist, die ich liebe. Auch wenn nicht einmal für euch Zuschauer. Also, was ich auch noch gut fand bei Otto war halt, dass er dieses Tier, dieses Faultier da in Ice Age synchronisiert hat. Ja. So sieht das Ganze dann von innen aus.
Ist das eigentlich eine Hommage, das Cover, das Plakat an E.T.? Ich meine, E.T., kennt ihr die Szenen, ne? Wo Elliot E.T. vorne in so einem Korb hat auf seinem Fahrrad und dann fahren die raus in der Nacht da, wo das Raumschiff landet und E.T. wieder abholt. Hier ist es ähnlich. Der Junge sitzt auf seinem Fahrrad und vorne drin ist nicht E.T., sondern Catweasel Otto. Ja, weiß ich nicht. Schreibt mir mal rein, wie das ist. Keine Ahnung. Oft ist es so, dass mich Altstars oder Stars von früher nicht mehr abholen können heutzutage. Wo man merkt, wo ich für mich merke, das ist vielleicht nur mein Geschmack, muss nicht jeden betreffen, wo ich für mich merke, die haben ihren Zenit bei mir überschritten. Das ist einfach so. Ja. Und Otto gehört da schon lange zu. Mal gucken. Mal gucken. Kann ja auch gut sein. Frank, schreib mal unten rein. Catweasel. Immer noch was drin hier. Sag mal, ist das so eine Zauberbox mit so einem doppelten Boden, dass immer wieder was nachkommt von unten? Hanau, ein Film von Uwe Boll. Schwierige Kost. Schwierige Kost ist ja jetzt auch gerade wieder aktuell gewesen, Jahrestag. Ganz, ganz schwierige Kost. Uwe Boll. Ja, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Wobei, ja gut, ich habe eigentlich gar keine Erfahrung mit Uwe Boll. Ich habe mal diesen Film gesehen, Alone in the Dark, glaube ich. Ist das eine Konsolenspielverfilmung gewesen mit Christian Slater? Das war ein Film, den ich abgebrochen habe. Das war für mich Kokolores, weiß ich nicht. Lag es daran, dass es da wieder irgendwelche Vorlagen gab? Dass es, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es wirkte auf mich nicht schlüssig, der ganze Film. Für mich hat sich nicht entsponnen, worum geht es da überhaupt richtig. Tatsächlich spielte vieles im Dunkeln. Kann man erwarten, wenn ein Film Alone in the Dark heißt, finde ich. Dass er so viel im Dunkeln spielt und ich kaum was sehe. Ja, nee, war nix. Dann kamen noch diese ganzen CGI-Wesen dazu. Klar, das kann funktionieren. Funktionierte bei dem Film gar nicht für mich, weil der Film mich auch so schon nicht interessiert hat. Ja, muss ich gucken. Hanau, Uwe Boll. Making of ist dabei, Audio-Kommentar. Und natürlich, wie gesagt, schwere Kost von der Thematik her. Leute. Und dann guidet weiter. Ach so, hat der auch ein Wendecover? Dann können wir es ja eigentlich auch gleich mal wenden. Nein, der hat kein Wendecover. Da ist immer noch was drin. Ist aber jetzt, glaube ich, das letzte? Nee, immer noch nicht. Vier Vögel am Galgen. Hä? Wo ist er? Der Galgen. Vier Vögel am Galgen. Guckt es euch an. Ein alter Western-Klassiker. Mit Lee Marvin, Gary Grimes, Ron Howard, Charles Martin Smith, The Spikes Gang. Drei Jungs wollen so werden wie ihr Idol Harry Spikes. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Schon bald sind sie ein Vermögen wert, tot oder lebendig. Und das ist natürlich schon mal wieder ein geil gezeichnetes Cover. In diesen Sepia-Farben mit Brauntönen, so auf Retro gemacht. Hammer. Richtig geil. Auf der Rückseite haben wir dann einige Szenenfotos. Ich stehe auf Western, ne? Western ist ja so mit eins meiner absoluten Lieblings-Franchises. Es gibt ein Wendecover. Ja, geil. Hammer. So. So. Und so sieht das Ganze gewendet aus, ohne den blöden FSK-Flatschen hier drauf. Du hast jetzt als Filmsammler den vollsten Genuss. Und auch die Blu-ray ist bedruckt. Sehr schön. Vielen Dank, Frank. Freue ich mich richtig drüber. Auf eine Art und Weise, auf verschiedenste Art und Weisen freue ich mich über jeden Film, den du mir bisher geschickt hast, ja? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Für die Doppelung, da kannst du nichts, das wusstest du ja nicht, ne? So, was haben wir hier noch? Die Jagd mit Robert Duvall, Treat Williams. Ein Film von Roger Spottiswoode. Die Jagd. Der Film basiert auf einem wahren Ereignis, das am 24. November 1971 tatsächlich stattfand. Ein Erpresser kidnappte Flug 305 der Northern Pacific Airlines und sprang darauf mit $200.000 aus der Boeing. Ich hoffe, er hat einen Fallschirm dabei gehabt. Sonst bringt ihm das Geld ja nichts mehr hinterher. Es sei denn, er will eine Luxusbestattung.
Das ist ein wahres Ereignis? Echt? Die Geschichte, die nun folgt, ist jedoch reine Fiktion. Ach so, okay. Also, die Ausgangssituation, wie er mit 200.000 Dollar nach der Kidnapping-Geschichte aus dem Flugzeug springt, ist halt wahr. Und alles danach, die Jagd und alles, ist erfunden. Okay, gut. Das hat man aber auch richtig gut hinten drauf geschrieben. So sieht das Ganze dann von hinten aus, wie er lustig, fröhlich lächelnd über den Himmel segelt. Ja, was steht da noch? John Frankenheimer war der ursprüngliche Regisseur dieses Actionfilms, aber er wurde durch Buzz Kulik ersetzt, nachdem er nur eine Sequenz gedreht hatte. Jetzt gibt's hier aber nochmal ordentlich Fachwissen, du. Kulik beendete dann zunächst den Film. Die Produzenten baten darauf, Roger Spottiswoode einen großen neuen Stunt zu drehen und den Film zu schneiden. Spottiswoode sagte, der Film sei zum Scheitern verurteilt. Es sei denn, er könne neue Sequenzen drehen, die von Ron Shelton geschrieben werden sollten. Am Ende machten die Spottiswoode-Shelton-Szenen 70% des fertigen Films aus. Was bitte ist hier los? Zwei, drei Regisseure, verschiedene Leute, die da dran zugange waren? Bitte wie? Na, ob das auch ein guter Film ist, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Sogar wieder ein Wendecover an Bord, was ich wende. Denn im Grunde ist es ja egal. Natürlich gibt es dieses Sprichwort, ne? Viele Köche verderben den Brei. Das heißt, je mehr Leute an einem Projekt dran sind, desto schlechter kann es werden. Weil jeder natürlich seine Vision irgendwie damit reinbringen will. Aber es kann natürlich auch der umgekehrte Fall sein, dass das eine ganz gute Sache war. Also ich muss sagen, vom Cover her natürlich Hammer, ne? Gut gezeichnet, toll. Da waren wieder wahre Künstler irgendwie am Werk, die eine gute Atmosphäre mir widerspiegeln auf dem Cover schon, was mich im Film erwartet, mit irgendwelchen Schlauchbooten, Feuersbrünsten, Wasserfällen, Hubschraubern, irgendwie Typen dabei, eine Frau dabei. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und die Blu-ray ist auch richtig toll bedruckt. Ganz, ganz große Klasse. Die Jagd. Da bin ich ja gespannt drauf. Sehr gespannt. Frank, ich glaube, das war's, ne? Ja, mehr ist nicht drin. Frank, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank. Ich danke euch allen, die mir immer wieder was zuschicken. Ja, natürlich ist es so, dass mein Filmberg der Schande, also der Filmberg, wo Filme draufliegen, die ich noch nicht geschaut habe, dass der natürlich immer weiter anwächst und ich greife da auch blind rein. Also bei mir geht das nicht danach, was am ältesten da liegt, sondern bei mir ist es so, worauf habe ich jetzt Bock, das zu gucken. Und hier hätte ich jetzt Bock, alle Filme hintereinander weg heute noch zu gucken. Leider, leider, leider ist es so, ich habe noch andere Sachen vor. Frank, vielen Dank dafür, für das Päckchen. Du kannst ja mal reinschreiben, was hat es mit den Filmen auf sich? Warum hast du sie abgestoßen? Warum bekomme ich sie von dir geschenkt? Ganz, ganz große Klasse. Ich freue mich da richtig drauf. Selbst auf den Leuchtturm freue ich mich. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt war es das mit dem Mystery Unboxing. Und das heißt, ich mache jetzt einmal Schnipp. Dann wird das hier alles ein bisschen anders aussehen. Und dann kommt meine Tochter zur Review vom Weißen Hai. Mein Gott, bin ich nervös. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Und nein, bei mir ist es nicht so, dass Koffein mich aufhibbelt. Tatsächlich habe ich früher schon, wenn ich unterwegs war, auch nachts Kaffee trinken können. Wenn man nachts so unterwegs war. Ich war ja auch mal jünger. Ne? Habe ich Kaffee trinken können und bin dann todmüde ins Bett gefallen. Trotzdem. Wahrscheinlich ist mein ganzer Organismus so angepasst an das Koffein, wie, weiß ich auch nicht, bei einem Alien. Ja, also ein Alien ist jetzt nicht, aus den Alien-Filmen, ist jetzt nicht angepasst an Koffein, aber natürlich hat das einen geilen Abwehrmechanismus, denn wenn du das Alien ja triffst irgendwo, das hat ja kein Blut, sondern Säure. Ich schweife schon wieder ab, von Koffein bin ich schon wieder bei Film. Jetzt freue ich mich auf meine Tochter und ich bin sehr, sehr gespannt auf ihre Meinung zu dem Klassiker von Steven Spielberg, Der Weiße Hai. So Leute, jetzt bin ich hier mit meinem Vater. Und ich heiße euch natürlich auch herzlich willkommen. Und wir werden jetzt anfangen, den Film Der Weiße Hai zu reviewen. Ja, Fiona, herzlich willkommen auch von mir heute hier an dem Tisch. Danke. In der Kaffee mit Sashi Show im März 2024. Wie ich sehe, hast du dir auch ein Getränk geholt. Was gibt's denn heute? Kakao. Kakao. Kalten. Kaffee. Leute, ich habe mich ein bisschen umgezogen, passend zu dem Film, ja, den wir jetzt reviewen wollen, wie Fiona schon sagte. In unserem Format Treffen der Generation. Tatsächlich möchten wir das ja öfter machen,
Also die ersten beiden Videos hier mit Fionas Ranking der James Bond Songs und den drei Biopics zu Elvis, wen hatten wir noch? Jerry Lee Lewis und Johnny Cash. Sind wunderbar bei euch angekommen und deswegen werden wir es jetzt locker fortsetzen. Fiona und ich gucken einen Klassiker nach dem anderen in nächster Zeit und werden immer ein kleines Video dazu drehen. Und jetzt als letztes haben wir geguckt... Der Weiße Hai. Der Weiße Hai. Ja, Steven Spielberg. Da ist er. Ich stelle ihn hier einfach mal so ein bisschen hin. So. Erstmal trinken wir einen Schluck Kaffee und Kakao, würde ich sagen. Steven Spielberg war der Regisseur. In den Hauptrollen sehen wir Roy Scheider als Chief Brody, den Polizeichef. Wir haben Robert Shaw dabei als Quint, den Haijäger. Und wir haben Richard Dreyfuss dabei als Matt Hooper, den Ozeanologen. Oder so ähnlich. Der Weiße Hai, was muss man zur Handlung sagen? Ein Mädchen, eine Jugendliche, kommt beim nächtlichen Baden ums Leben. Anfang wollen die Behörden das vertuschen als Bootsunfall, aber nach und nach stellt sich raus, dass das scheinbar ein Hai war. Dann gibt es noch ein zweites Opfer, einen kleinen Jungen. Wir haben dann, wie gesagt, mit Roy Scheider den Polizeichef dabei, der ziemlich wasserscheu ist und auf dieser Insel jetzt lebt. Immer wieder hören wir heraus, dass er früher scheinbar in New York gelebt hat, mittlerweile auf dieser Insel ist. Und er muss sich jetzt dieses Hai-Problems annehmen, ist komplett überfordert, weil die Touristensaison knapp bevorsteht. Der Bürgermeister möchte alles gerne unter den Teppich kehren. Und dann ist es so, dass praktisch Richard Dreyfuss als Matt Hooper, Ozeanfachmann, sich auf die Suche macht, zusammen mit Quint. Diese drei Männer gehen auf das Boot, die Orca, und jagen dann den Hai. Das ist so die Grundstory des Films. Fiona, was hast du zu dem Film zu sagen? Also allgemein fand ich den Film ganz gut, vor allem für die damalige Zeit. Finde ich das sehr gut mit den ganzen Effekten. Es sieht sehr realistisch aus, auch mit dem Hai. Ja. So, also. Also kann man schon sagen, oder? Ja, ich würde ihn auch nochmal gucken, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber. Schon, ne? Aber, also, ja. Wie fandst du ihn jetzt, sagen wir mal, was hat dich besonders beeindruckt bei dem Film? Der Hai. Der Hai. Weil der Hai, der sah wirklich schon echt aus und ich hatte auch manchmal ein bisschen Angst. Ich hätte ihn mir auch gar nicht so groß vorgestellt. Das war irgendwie richtig groß. Ich habe mich voll erschrocken, als er das erste Mal so richtig an die Oberfläche kam. Also als man auch so sein Gesicht so gesehen hat. Ja. Und es gab noch eine Szene, in der du sehr, sehr zusammengeschreckt bist, kann ich mich erinnern. Und zwar war das, wo Matt Hooper tauchen geht, nachts vom Boot runter und dieses zertrümmerte Boot. Ja. Von diesem Fischer da untersucht und in diesem Loch, in diesem Rumpf kommt auf einmal dieser abgetrennte Schädel von dem Fischer. Da bist du richtig zusammengezogen. Da bin ich mich sehr erschrocken. Also ich finde, der Film ist schon ein bisschen brutal auch. Also ja, so ein Hai hat ja tatsächlich auch Reißzähne und keine Korken. Ja, man sieht halt schon einiges. Vieles, hätte ich gar nicht gedacht. Wie ist das jetzt vom Spannungsaufbau für dich gewesen? Also von der ersten Szene mit diesem Nachtbaden bis hin zum großen Finale, wo das... Also, was mich gefreut hat, war, dass der Film so quasi gleich auf den Punkt gekommen ist und es nicht so ein langes Vorweg gab, wo das nie so richtig angefangen hat, so mit dem Hai. Weil manchmal, so, man denkt so, man guckt einen richtig spannenden Film und dann kommt es die ganze Zeit gar nicht so richtig dazu, dass irgendwas mal passiert, weil immer noch irgendeine Story vorweg erzählt wird. Ja. Aber das fing ja schon direkt so am Anfang an mit dem Hai, dass dieses Mädchen da von dem gefressen wird. Mhm. Und das fand ich gut. Also, Chrissy. Ich fand schon, es war sehr spannend. Was ich nicht so gut fand, beziehungsweise wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so, wann wird das denn mal was, als sie den Hai gejagt haben und die den die ganze Zeit nicht bekommen haben. Ja. Das hat mich genervt. Ich dachte immer wieder, ja, so jetzt haben sie ihn aber irgendwie... Ist halt ein außergewöhnlicher Hai, ja? Sie haben drei Fässer an ihm festgemacht und trotzdem taucht er ab. Also, es ist natürlich so, du hast es gerade gesagt, es gibt oft Filme, wo du sagst, Mensch, dann wartet man drauf, dass der Hai meinetwegen kommt. Und trotzdem ist es ja aber so gewesen, dass die Charaktere oder Figuren ja nicht uninteressant dadurch waren. Also sie sind ja nicht in den Hintergrund getrieben. Oder was sagst du zu den Charakteren und Schauspielern in dem Film? Also so fangen wir mal an beim Polizeichef, Chief Brody. Ja, ich kann mir die Namen jetzt nicht so ganz merken, ehrlich gesagt. Das muss man mir immer sagen. Ja, Chief Brody ist der hier hinten mit der Brille drauf, ne? Ja, das weiß ich ja. Okay. Ja, doch, ich finde, der hat das sehr gut geschauspielert. Ja. Der war mir auch am sympathischsten von den ganzen. Roy Scheider als Mann tatsächlich, als Held. Ja, so schreibt man Helden in damaligen Filmen, tatsächlich in guten Klassikern. Ein Held ist nicht stark, weil er von Anfang an stark ist.
an alle Leute da draußen im Filmbusiness bei Hollywood, sondern ein Held ist stark, weil er sich entwickelt. Und Chief Brody entwickelt sich von einem relativen Weichei, was wasserscheu ist und mit einer Rettungsweste auf so ein kleines Boot geht, ja, zu einem Typen, der den Hai nachher alleine erledigt und dann da im Wasser rumdümpelt. Ja. Er ist über sich hinausgewachsen. Kommen wir zur zweiten Hauptfigur, Richard Dreyfuss als Hooper. Das ist dieser College-Bengel, der ihn praktisch berät. Ja, also den fand ich halt so ein bisschen, ach, den fand ich irgendwie nicht so toll. Also ich mag so die Bindung so zwischen den beiden, weil die sind ja schon zumindest so am Ende des Films sind die ja schon sehr so zusammengewachsen, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich finde ihn, keine Ahnung, er ist irgendwie komisch und er ist so strebermäßig. Ja, das wird ja auch tatsächlich im Film damit erklärt, dass er halt immer nur die Schule besucht hat und aus scheinbar reichem Hause kommt und praktische Arbeit war nie seins. Also so mit den Händen irgendwas machen, ja. Kräftig, sondern er war immer der Theoretiker, der Typ, der eine Uni nach der anderen besucht hat scheinbar. Trotzdem ist es ja so, dass Chief Brody ohne ihn ja gar nicht weitergekommen wäre in dem Film, weil er überhaupt keine Ahnung gehabt hätte über Haie oder sonst was, ne? Und dann haben wir den dritten im Bunde. Das ist Quint, gespielt von Robert Shaw, den Haijäger mit seinem Boot. Der hat mich auch genervt. Der hat dich genervt? Ja, der war ja auch richtig scheiße. Ja. Also der... Das war halt ein Raubein auf See. Also ja, wahrscheinlich würdest du auf so einem Schiff nicht lange... Ich kann nicht mit solchen Leuten anfangen, die ganze Zeit so rumschreien. Ja. Das nervt mich auch. Und ich war dann schon froh, als er gefressen wurde. Okay, also ich finde, das ist ein ziemlich geiler, cooler Charakter. Zumal es ja auch diese Szene gibt bei Nacht auf dem Boot, wo alle drei Männer zusammensitzen, sich ihre Wunden und Narben zeigen und sich Geschichten erzählen. Ja. Und dann auch singen zusammen. Show me the way to go home, den. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little rain on out there to worry. Bitte. So, also vom Spannungsaufbau würdest du schon sagen, und das muss ich auch sagen, Fiona ist zu keiner Zeit irgendwie neben mir nervös geworden, gehippelt oder sonst was, weil man wirft dieser Generation ja immer gerne vor, die hat keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ich glaube, das würde ich für ganz viele unterschreiben, für Fiona kann ich das jetzt gar nicht, weil mit Fiona kann man auch ganz gut ins Kino gehen, ohne dass man das Gefühl hat, so, jetzt wird's der langweilig, sondern die sitzt tatsächlich da und guckt sich die Filme an und teilweise auch lange Dinger. Wie gesagt, Elvis, Mission Impossible, das sind alles 2,5-Stunden-Dinger. Den letzten James-Bond-Film haben wir auch zusammen gesehen. Es war auch ein 2,5-Stunden-Ding. Mhm. Fiona ist nie so, dass sie sagt, oh, ich müsste jetzt aufstehen oder weggehen. Und das war bei diesem Film auch nicht so. Also scheinbar hat er dich ja gefesselt. Ja, nochmal kurz zu dem Typen zurück. Welcher Typ? Der, den ich nicht mag. Quint. Ja, der. Ja. Ja, der war mir irgendwie ein bisschen unsympathisch. Zumindest vor allem am Anfang. Ja, seine... Ich weiß nicht mehr so richtig, was er da gelabert hat, aber als er dann seine Geschichte erzählt hat, dass er da ja irgendwie, dass da so viele auch gestorben sind, ich weiß nicht mehr so, als das Schiff untergegangen ist, torpediert wurde und er ist im Wasser getrieben mit seinen Kumpels. Ja, da tat er mir dann leid und da wurde er mir auch ein bisschen sympathischer, aber trotzdem fand siehst ich ihn du? Irgendwie... Siehst du, wozu nicht. Diese Szene da war? Sie hat ihn vermenschlicht. Am Anfang war er nur ein Raubein, was immer rummotzt und der Besserwisser ist. Weil er nun mal alles besser weiß auf See, auf seinem Schiff. Da ist er der Herr. Und dann hat ihn diese Szene einfach menschlicher gemacht für uns Zuschauer. Das hat Hollywood damals super hingekriegt. Ein ganz tolles Drehbuch, Der weiße Hai. Die Darsteller sind allesamt wirklich interessant. Und es ist auch tatsächlich so, die beiden Opfer auf dieser Insel, Amity, das ist ja einmal Chrissy, ja, diese Teenagerin, und einmal ist es ja der Kindnerjunge, Alex Kindner. Tatsächlich, auch die sind einem nicht egal wie in irgendwelchen billigen Horrorfilmen, sondern es sind tatsächlich Menschen gewesen, so ein bisschen aus Fleisch und Blut, obwohl wir über sie gar nicht viel wissen. Ja, stimmt. Was hast du zu der Szene so gedacht, als dann diese Mutter von dem Jungen auf den Polizeichef zukommt und ihm eine Ohrfeige gibt vor versammelter Mannschaft? Konntest du sie ein bisschen verstehen? Ja, schon, weil... Ja, also die hätten halt nicht so sagen dürfen, das war halt... Also die haben ja gesagt, dass das mit dem Mädchen ein Bootsunfall war. Aber hätten die von Anfang an die Wahrheit gesagt, dann wäre das mit dem Jungen gar nicht passiert wahrscheinlich. Also im Und Grunde... Also verstehe ich sie schon sehr gut. Ja, aber was sie nicht wissen konnte ist, dass ja im Hintergrund der Bürgermeister und die Behörden gesagt haben, Chief Brody, sie lassen die Strände offen und. Also im Grunde wurde er unter Druck gesetzt und war so eine Art Puppe, Marionette. Ja, das wusste sie auch nicht. Das wusste sie nicht. Und nochmal zurück zum Hai. Du hast gesagt, das sieht man auch gar nicht so groß, dass das eine mechanische Puppe war. Ich glaube, was richtig gut dem Film getan hat, in vielen Monsterfilmen sieht man das Monster ja schon sehr früh und auch von, in seiner gesamten Größe.
Ja. Das hast du bei diesem Film ja gar nicht. Also der Hai, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, ist tatsächlich über eine Stunde Filmzeit rum. Ja. Und dann sieht man am Anfang wirklich nur Teile. Die Schnauze, die Flosse, das Maul, ein Zahn. Und zur richtig Gänze, den gesamten Hai, sehen wir eigentlich erst in der Szene, in der er Quint frisst. Ja. Eine absolut für mich übrigens beängstigende Szene damals gewesen als Jugendlicher, als dieser Hai aus dem Wasser springt, im Grunde dann drauf landet und das Schiff zum Biegen bringt praktisch und Quint auf ihn zurutscht und von ihm gefressen wird. Und viele sagen immer, das ist völlig unrealistisch, ein Hai kann das nicht. Doch, ich habe eine Dokumentation gesehen von National Geographic und tatsächlich können weiße Haie so hoch springen. Und wenn die da drauf landen mit dem Gewicht, dieses kleine Schiff... Ich habe auch richtig Angst vor Haien jetzt. Ja, zum Glück gibt's hier keine. Die Küste ist von hier aus 90 Kilometer weg. Wo gibt's denn weiße Haie überhaupt? Ja, da müssten wir jetzt mal Matt Hooper aber fragen. Aber die gibt's ja auch in echt. Also, ja, natürlich. Ja, aber also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die so existieren. Ich kann mir auch nicht verstehen, dass diese Orca existieren. Die Wale? Ja. Ja, existieren auch. Wie heißen die Killerwale heißen? Ja, das ist ja aber... Die sind ja harmlos, das sind ja Pflanzen. Ja, das ist, ich glaube, ja. Das ist ja, also ich glaube auch nicht, dass ein weißer Hai, ohne dass er Angst verspürt oder sonst was, jetzt Menschen angreift. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja immer noch ein Film. Natürlich gibt es immer mal wieder Haiangriffe, davon hört man ja immer mal wieder. Aber es ist ja jetzt nicht unbedingt so wie in dem Film. Noch ein paar Worte zum Soundtrack. Was sagst du dazu? Schon... Also jetzt mal durch den ganzen Film, jetzt nicht nur dieses sondern der ganze Film so. Wie hat das auf dich gewirkt? Also schon sehr gruselig. So, ich habe mich schon oft gegruselt, vor allem bei dieser Szene, wo halt dieser Kopf da rauskam aus dem Boot so quasi. Ja. Weil da war diese Musik ja auch vorher so und dann war die halt so quasi so am Höhepunkt, dann kam dieser Kopf da so. Mhm. Und da habe ich mich richtig erschrocken, also es sorgt schon sehr viel Spannung. Aber ich kannte das ja schon, weil du mich auch immer damit geärgert hast. Ja, ein bisschen geärgert. Man muss seine Kinder manchmal ja ein bisschen ärgern mit gruseligen Szenen. Das kennt ihr ja alle da draußen, die Kinder haben, ne? So, und jetzt nochmal zum Finale, so die Action, als dann der Hai praktisch nur noch übrig ist und Chief Brody und er liegt dann allein auf diesem Mast von diesem Schiff, was untergeht. Fandst du das auch spannend? Gelöst dann? Also war es für dich klar, der Hai geht jetzt gleich drauf oder? Ja. Ja, schon. Mir war klar, es gibt ein Happy End und der Hai wird sterben. Sehr gut. Deswegen gibt es ja auch noch 3 Fortsetzungen. Aber ist doch nicht derselbe dann. Der kommt zurück als Geisterhai. Wirklich? Nein. Das ist Quatsch. Also der Hai ist tot und die Geschichte hier ist soweit auch abgeschlossen. In Teil 2 spielt Brody nochmal mit. Also die Brodies spielen immer irgendwie mit in allen Hai-Filmen, nur halt unterschiedlich teilweise besetzt. So, Fiona, der weiße Hai. Scheinbar hat er dich dann doch, ich habe vorhin gesagt, du hast noch nichts durchklingen lassen, nicht mal einen Hauch bei mir. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie der Film dir gefallen hat. Wir haben vorhin nicht drüber geredet, als die Sichtung abgeschlossen war. Ich zeige den Zuschauern noch mal ganz kurz. Natürlich, hier haben wir diese geile Edition auf DVD. Und bevor jetzt der Aufschrei wieder groß ist, es ist die alte Kinosynchronisation drauf. Also so, wie ihr sie kennt, die klassische. Finger weg von der Neusynchronisation. Der Film wurde neu synchronisiert. Es hört sich einfach nur albern an und nimmt so viel Atmosphäre und Stimmung von diesem Klassiker. So sieht das Ganze von hinten aus. Da sehen wir unsere 3 Hauptfiguren. Und im Inneren haben wir die bedruckte DVD. Also wirklich perfekt. Auch gut aufgemacht. Und dazu natürlich, seht ihr das Shirt, habe ich mich eben reingeschmissen hier in der Pause. Und dann natürlich der Soundtrack auch dabei. Mit unglaublich viel Bonusmaterial dabei. Bonussongs, die früher auf dem Soundtrack nicht drauf waren. Wir sehen den ersten Hai-Angriff auf der Seite. Und ich weiß gar nicht, da ist noch ein Booklet bei. Das wird eine Szene sein aus dem Kampf mit Matt Hooper in diesem Haikäfig. Wie fandst du das? War das auch spannend für dich? Mit dem Haikäfig? Der Haikäfig, wo Matt Hooper drin ist und der Hai den dann zertrümmert und zerlegt. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst um ihn. Ich dachte auch, also er stirbt doch ganz erstes. Unfassbar gutes Booklet bei. Ganz viele Bilder, ganz viel Text. Ja? Zeig mal kurz. Darf ich mal? Ja. Du hast mir das ja gar nicht gezeigt. Ich habe ihr das gar nicht gezeigt. Guck mal hier. Sieht man voll, das ist eine Gummipuppe. Ja, das ist der Hai, der für den Film gebraucht wurde. Zeig mal in die Kamera. Da sehen wir Steven Spielberg, der in einer
Pause im Maul dieses Gummihais liegt. Und er hat es einfach wunderbar hingekriegt. Besser als in Der Weiße Hai 4. 100-mal besser als Der Weiße Hai 3, der in 3D damals gedreht wurde. Die Effekte gehen heute gar nicht mehr. Es ist schon ein Ding, dass man bei dem ersten, beim Original, das älteste, der älteste Film der Reihe sagen muss, die besten Tricks, die besten Effekte. Ja? Also tatsächlich, Der Weiße Hai, das ist so eine Reihe, die ging stetig bergab im Niveau und tatsächlich wurden die Effekte immer schlechter. Und Steven Spielberg hat gewusst, wie man es macht, dass man es halt nicht sieht, dass es eine Gummipuppe ist, sondern gezielt einsetzen, nur hin und wieder zeigen, hin und wieder mal einen Schatten, eine Flosse, einen Maul. Nicht zu lange zeigen, das Ganze. Hammer, wirklich, hat er gut hingekriegt. Und jetzt kommen wir zur Kaffeebohnenbewertung. Unsere Skala ist wie immer von 1 bis 10. Du hast Kakaobohnen, ich habe Kaffeebohnen. Und ich glaube, ich fange heute mal an, weil meine Zuschauer wissen das eigentlich. Für mich ist das ein perfekter Film, der stimmt von der Spannung her, von den Darstellern, vom Soundtrack, vom Aufbau der Spannung. Das ist, ihr wisst es, er ist in meinen Top 100, glaube ich, auf Platz 5 oder 6. Ich glaube 5, meine absoluten Lieblingsfilme mit 10 von 10 Kaffeebohnen für mich. Besser geht's nicht. Jetzt kommt Fiona. Ich würde dem eine 7 geben. Eine 7?! Ja, das ist doch jetzt nicht verwerflich, also mal ganz ehrlich. Eine 7?! Das ist doch gar nicht schlecht. Eine 7. Wie gesagt, ich würde ihn nochmal gucken, aber nicht mehr dieses Jahr. Ja, das ist halt nicht so. Du wolltest eine 7 geben, diesem wo die Lüge hinfällt, Film, den wir letztes Mal geguckt haben. Den kannst du doch nicht auf eine Stufe setzen. Nee, den habe ich doch schon anders nochmal gemacht. Stimmt, den hast du auf 5 gesetzt. Mann, Alter. Auf jeden Fall. Ja, so. Also, wie soll ich das beschreiben? Solche Filme sind jetzt nicht so meins mit irgendwelchen. Monster. Ja, Haie. Genau. Ja, Haie. So Monstern, ja. So. Fehlte dir vielleicht auch so ein bisschen so eine Frauenrolle in dem Film? Also gut, wir hatten jetzt die Ehefrau von Chief Brody, aber die taucht dann ja tatsächlich ja, nach... Ja, das ist tatsächlich so, dass manchmal so... Manchmal braucht man einfach eine Frau. Wem sagst du das? Also so halt... Ja, keine Ahnung. Es ist halt... Der Film ist ja auch älter. Ja. Finde ich jetzt nicht schlimm. Da gab es aber auch schon Frauen. Aber ich finde, es gibt trotzdem, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich würde ihm auch keine 10 geben, aber auch nee. Keine 9 und keine 8. Aber könntest du für dich so sagen, warum der jetzt nicht perfekt ist für dich? Das ist ja auch nicht ja. Schlimmes, sondern warum 3 Punkte weniger als perfekt zum Beispiel? Ja, kann ich dir sagen. Deswegen sitzen wir hier. Ich muss uns überlegen, aber irgendwie, ich weiß es selber nicht mal so richtig, weil... Aber er ist nicht für mich perfekt. Also der Vibe ist halt so ein bisschen... Der Flow. Ja, ich finde das... Tempo. Ich finde das so ein bisschen traurig und ich kann das auch nicht so gut sehen, wenn Leute so leiden müssen, wenn die zum Beispiel gefressen werden. Das mag ich einfach nicht zu sehen. Da muss ich immer weinen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer von euch das gerne sieht, wenn Menschen gefressen werden von irgendwas. So, das finde ich halt ein bisschen brutal, den Film. Ja. Genau. Jetzt weiß ich natürlich, welche Klassiker ich ihr demnächst dann zeigen werde, wo sie das hier gerade so äußert. Ja, und halt eine weibliche Hauptrolle hätte mir schon gut getan, weil immer mit so 3 Männern, ja. Mit denen kann ich mich auch nicht identifizieren. Also ich kann mich mit denen schon identifizieren, vor allen Dingen mit den Weicheiern. Das ist ja schön. Also das ist schon so eine Sache. Ja, das ist natürlich okay, wenn du dich damit nicht... Würdest du und lieber sehen, dass nicht, da 3 Frauen auf dem Boot fahren? Oder? Ist auch nicht zeitgemäß. Eigentlich mag ich ja auch alte Filme. Aber wieso, was ist denn daran nicht zeitgemäß? Das ist eine Insel mit einem Hai und Menschen drauf. Wo gibt es das denn heute nicht mehr? Ich kann es dir nicht so richtig beantworten, aber... Du meinst vielleicht vom Look her? Ja. Also die Klamotten, ja, die getragen sind? Ja, es ist halt so ein bisschen... Ja, also ich sag mal so. Spannend sind halt schon die Szenen mit dem Hai, aber so die Menschen drumherum sind langweilig. Bitte was? Die Menschen, das ist einer der besten ich Filme finde, mit einer halt, guten Charakterzeichnung. Ich finde, halt, es ist nicht so eine besondere Storyline. Es ist halt so, oh ja, hier mal so ein locker flockiger Film, so ja, ein Hai frisst alle Menschen und danach stirbt er, weil das muss halt einfach so sein. Es ist halt mal so ein locker flockiger Film, so, wo man jetzt so sagt, ist jetzt nichts Besonderes, aber kann man sich mal so reinziehen. Bitte was? Ich brauche einen Schluck Kaffee. Mein Herz rast. Eine 7 ist ja nicht schlecht. Also, nee, aber eine 7 ist halt, nicht schlecht, aber halt im Moment fängst du an, ihn zu zerreißen. Es ist halt so eine normale Story. Überhaupt das nicht. Ende war auch abzusehen. Gut, jetzt müssen wir natürlich eins dazu sagen. Das Ding heißt ja hier Treffen der Generation. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, und da hat Fiona natürlich recht, der Film ist für sie alt.
Das Ding ist ein Jahr entstanden, glaube ich, bevor ich auf die Welt kam. Ja? Und es ist natürlich so, Fiona wächst in der heutigen Zeit auf, mit den Filmen und diesen ganzen Handy-Apps und dies und das, was es heute gibt. Das ist ihre Generation. Das ist klar, dass sie sagt, sie hat eigentlich zu solchen Filmen und auch der Zeit keine Verbindung. Da habe ich schon mehr Verbindung zu damals, ja. Ich bin in den 80ern groß geworden, das war schon was anderes. Da war der Hai hier, der Hai-Film irgendwie 11, 12, 13 Jahre alt und kam dann irgendwann im Fernsehen und ich habe mich ultra gegruselt. Und es ist klar, deswegen ja auch diese ganzen FSK-Freigaben heutzutage, Tanz der Teufel, der früher sogar beschlagnahmt war, mittlerweile ab 16 ist, weil hier tatsächlich sich diese Generation nicht mehr groß gruselt. Die sind einfach viel abgestumpfter, ja, die Sehgewohnheiten sind ganz anders und ich glaube, das meinst du gerade damit. Ja? Ja, ich finde halt so... Aber eine 7 ist ja nun wirklich nicht schlecht. Nee. Aber wo wir gerade beim Thema sind, Beschlagnahmung und jetzt frei ab 16, wüsste ich schon, welchen Film ich eventuell dir als nächstes zeige. Welches denn? Das sage ich dir natürlich noch nicht, doch, sondern erst mal beim Reintun. Und tatsächlich habe ich sogar schon eine Idee, welchen Klassiker ich dir reinziehen werde, wir uns reinziehen werden, mit einer starken Frau und einer Gefahr weit, weit entfernt. Weißt du, kenne ich den Namen? Bestimmt, wenn ich ihn dir sagen würde, aber das tue ich jetzt hier nicht. Aber die Zuschauer wissen bestimmt fast alle schon Bescheid. Eine starke Person mit einer Frau. Eine starke, weil du ja eben bemängelt hast, hier nice sind... Nice Misery, das hast du zu mir gesagt. Ja, Misery wäre auch so ein Ding. Ich dachte jetzt, okay, wir können ja drüber schnacken, weil tatsächlich steht zur Auswahl einmal Misery, dann tatsächlich Alien, der erste, mit Sigourney Weaver und tatsächlich mittlerweile, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, mit wirkt ein bisschen alt, Tanz der Teufel. Okay. Die drei stehen zur Auswahl. Ihr könnt ja mal vielleicht jetzt ein kleiner Aufruf mal in die Kommentare schreiben. Welchen dieser drei Filme soll ich Fiona als nächstes zeigen? Welchen soll sie reviewen? Und ich habe eine richtig gute Idee, Papa. Na? Wir können ja auch mal über meine, also über Filme sprechen, die ich auch mag. Ja, das ist auch eine gute Idee. Treffen der Generation schließt alles mit ein. Das sind wirklich, glaube ich, alte Filme. Die du magst? Ja, ich glaube, die sind ein bisschen alt. Willst du uns einen Tipp geben, oder? Nee. Doch, kann ich geben. Ich kann es ja auch sagen. Ja. Laboum. Laboum. Können wir auch also, gucken? Also die sind ja, glaube ich, alt oder etwas älter schon. Ja, Anfang der 80er Jahre. Die habe ich ja erst geguckt vor ein paar Wochen, als ich krank war. Ja. Aber dir ist bewusst, dass der erste Laboum in meinen Top 100 Lieblingsfilmen drin ist, ne? Ja, schön. Können wir aber gerne mal drüber reden, zum Beispiel. Auch in diesem Format. Ne? Also wir werden das jetzt so machen, wenn es sich um Einzelfilme handelt, dann lasse ich das hier in die Show mit einfließen und gucken wir mal so ein paar mehr weg in ein, zwei Wochen. Dann können wir ein extra Video dazu drehen. Und ihr schreibt uns mal in die Kommentare, welchen Film ich hier jetzt von den dreien, die ich eben genannt habe, zeigen soll. Tanz der Teufel, Alien oder Misery. Ja, im Großen und Ganzen ist das doch in Ordnung. 10 und 7. Ja. Ja, kann man eigentlich nichts zu sagen. Wenn wir da den Schnitt bilden, ist das eine 17 geteilt durch 2 Personen, sind wir bei 8 Komma. Also, alles gut. Für diesen Film. Ja, stimmt. Ja. Ja? Jaws, der weiße Hai. Fiona, klasse. Vielen Dank, dass du da warst. Bitte. Ja? Macht mir sehr, sehr viel Spaß, dieses Format, Treffen der Generation, wirklich. Weil man sich einfach dann ja auch mal mit jemandem austauscht, der wesentlich jünger ist. Und wie wirken denn die Filme von früher, die wir so geil fanden? Ja. Ne? Klasse, Fiona. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Leute, und da sind wir beim nächsten Teil der heutigen Kaffee mit Sashi Show für den März 2024. Jetzt gucken wir uns mal an, was aktuell so im Kino läuft. Besser gesagt, in meinem Stammkino, da wo ich immer ganz gerne hingehe. Drei kleine Säle haben die, haben auch verschiedenste Filme im Programm, haben immer mal wieder alte Klassiker auch dabei. Deswegen gehe ich da eigentlich ganz gerne hin, weil die auch mal Filme nehmen außerhalb der Reihe. Filme, die auch mal 30, 40, teilweise 50 Jahre alt sind. Guck da immer mal wieder rein, was für mich eventuell in Betracht kommt. Und manchmal gibt es ja tatsächlich auch heutzutage noch kleine Perlen. Und wir gucken uns das jetzt praktisch einmal an. So, da sind wir und wir sehen gleich als ersten Film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba zum Training der Säulen. Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ist das ein eigenständiger Film? Ist das ein Film innerhalb einer Reihe? Ist das eine Fortsetzung? Ist das ein Prequel? Was ist es? Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, mein Gott. Ja, aber ich glaube, an diesem Genre so habe ich dann auch kein Interesse irgendwie.
weil, ich meine, vom Plakat her sieht das schon nicht schlecht aus, oder? Ja? Super gezeichnet, das haben sie gut hingekriegt, muss ich sagen. Aber jetzt vom Genre her, also wenn das, weiß ich nicht, was hier so steht, vom Titel her. Tanjiro absolviert ein anspruchsvolles Training mit dem Hashira aus Stein, Himejima, und sein Ziel zu erreichen, selbst ein Hashira zu werden. Ich habe tatsächlich von diesem Einsatz nichts verstanden. Gar nichts. Gut, weiter. Die Häschenschule jagt nach dem goldenen Ei. Nein. Ich glaube, da bin ich nicht die Zielgruppe für. Oh, Donnie Darko. Nee. Den Film habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal versucht, mir anzugucken. Tut mir leid. Das ist für mich so ein verschwurbelter Film. Ohne stringente Handlung. Es muss ja auch nicht immer so sein. Ich weiß, jetzt kommen die Ersten wieder aus ihren Löchern und sagen, ja, wenn du immer nur eine stringente Handlung sehen willst, dann guck doch deine Ballerfilme aus den 80ern. Ja, das ist auch ganz nett. Und tatsächlich würde ich das immer bevorzugen, bevor ich irgendwie so einen Arthouse-Kunstfilm-Gedöns mir da angucken muss. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Filme verschachtelt erzählt sind, wenn die ein bisschen zum Mitdenken anregen und. Aber bei Donnie Darko hat sich mir bis heute nach 2 oder 3 Mal anschauen nicht erschlossen, worum geht es eigentlich, was will der Film mir erzählen? Ist es Zeitreise, ist es Mystery, ist es Thriller, was soll das sein? Keine Ahnung, ja? Keine Ahnung. Und dann ist das nicht auch so, Patrick Swayze spielt damit irgendwie? Auch so eine Storyline da irgendwie, Drew Barrymore ist dabei, Jack Gyllenhaal. Ich meine, das ist ja alles hochwertig, aber was bringt mir das? Also das ist für mich so ein perfektes Beispiel. Da sind Stars bei, die ich eigentlich recht gern sehe, in einem Film, den ich nicht recht gern sehe. Weiter geht's. Vorpremiere. Dune, Part 2. Ja, ich habe Part 1 schon nicht gesehen. Und tatsächlich bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der noch nicht einmal den Film aus den 80ern gesehen hat. Dune. Damals. Weiß ich nicht. Habe ich nie gesehen. Es gibt da jetzt keine Gründe für. Für alle, die jetzt Dune gesehen haben, hier den ersten Teil oder jetzt auch den zweiten, dann hier scheinbar demnächst. Ja, läuft ja jetzt schon. Ihr schreibt doch mal rein. Lohnt sich das? Ist das faszinierend? Kann ich auch was damit anfangen? Auch mit den Neuverfilmungen? Oder würdet ihr mir eher zur alten Verfilmung raten? Schreibt einfach mal rein. Dann haben wir Dune Part 2, das ist dann nicht die Vorpremiere, sondern da geht's dann weiter. Geht ja auch nur schmale 166 Minuten, also das sitzt man dann mal ebenso wieder weg. Oh, diese Überlängen ewig heutzutage. Stella, ein Leben, da brauche ich gar nicht weiter lesen, das ist bestimmt ein deutscher Film, oder? Ja, Katja Riemann ist dabei. Okay, ja. Spricht mich nicht an. Vom Cover her. Stella, ein Leben. Stella Goldschlag wird zur Informantin der Gestapo und verrät andere Juden, um ihre Familie zu schützen. Von der Thematik her hört sich das schon sehr interessant an, muss ich sagen. Geschichtlich, ne? Aber wenn das dann natürlich wieder so typisch aufgezogen ist, naja, sag ich nichts zu. Die Farbe Lila. Die Farbe Lila, gab's denn nicht schon mal mit Whoopi Goldberg in den 80ern? Und Danny Glover, ist der da nicht auch bei gewesen? Mit Die Farbe Lila erzählt Warner Brothers die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft dreier Frauen, die ihr Schicksal untrennbar zusammengeschweißt hat. Kann natürlich auch sein, dass das ein komplett anderer Film ist, ja, der nur so heißt. Ah nee, da steht aber eine mutige neue Interpretation des beliebten Klassikers. Wenn ich schon wieder lese, eine mutige neue Interpretation, dann weiß ich schon wieder, was auf mich zukommt und was das bedeutet. Auch dieser Film geht nur schmale 141 Minuten. Fangt doch mal wieder an, Filme zwischen 90 bis 120, 125 Minuten zu erzählen. Wirklich, fangt doch bitte mal wieder damit an. So, hier lädt er Geliebte Köchin mit Juliette Binoche. Kann Juliette Binoche... Hier, ach nee, die verwechsel ich gerade mit der Amelie, mit ihrer Schokolade da. Ein berühmter Gastronom will seine langjährige Köchin heiraten, aber sie möchte ihre Unabhängigkeit bewahren. Deshalb entwickelt er einen verführerischen Plan. So verführerisch kann der nicht sein, der Plan. Es sei denn, es beschränkt sich auf die gastronomische und kulinarische Verführung, denn das Ding ist frei ab 6. Also, Verführung, so wie ich mir das gerade vorstelle, wird da wahrscheinlich nicht drin vorkommen. Das Ding geht auch nur 136 Minuten. Unglaublich schmal dafür, dass sich das wahrscheinlich nur in irgendeiner Küche abspielt. Das ist
können es nicht mehr heutzutage. Sie können keine Geschichten mehr in kurzer, knapper Laufzeit erzählen. Perfect Days. Oscar nominiert als bester ausländischer Film. Regie Wim Wenders. Es scheint, dass Hirayama völlig zufrieden ist mit seinem Leben als Toilettenreiniger in Tokio. Außerhalb seines strukturierten Alltags genießt er seine Leidenschaft für Musik und Bücher. Ich sitze nägelkauend hier vor Spannung, wenn ich mir das durchlese, worum es in diesem Oscar-nominierten Film geht. Und auch das Cover, dieses Plakat, es strotzt nur so vor Einfallsreichtum. Aber es kann natürlich sein, dass ich mich da auch wieder irre. Ne? Also es gab es auch schon oft in meinem Leben, dass ich gesagt habe, was für ein langweiliges Plakat, was für ein langweiliges Cover, was für eine langweilige Beschreibung. Und dann habe ich die Filme gesehen und die haben mich dann durchaus doch gefesselt. Und bestes Beispiel dafür, der englische Patient mit Ralph Fiennes aus den 90er Jahren. Unglaublich langweilig. Ralph Fiennes, der da so steht als englischer Patient vor so einem orangenen Himmel in Afrika. Und der Film ist wirklich gut. Also, ich will da jetzt gar nicht so oberflächlich sein. Aber auf den ersten Blick wäre das jetzt nichts, was ich gucken würde. Bob Marley, One Love. Ein Film über das Leben des jamaikanischen Reggae-Künstlers Bob Marley. Konzentriert sich auf die Entstehung des Albums Exodus. Ist das vielleicht eher was so für Fans von Bob Marley? Ich tatsächlich bin nicht der große Reggae-Fan, um nicht zu sagen gar nicht. Ich bin auch kein Fan von Bob Marley. Ich glaube, ich kenne ein Lied von ihm. Dann haben... Ach du Schande. Wo die Lüge hinfällt. Läuft das Ding immer noch? Du lieber Himmel. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist denn da draußen los, dass ihr in diesen Film reinrennt? Habt ihr noch nie eine richtig geile romantische Komödie gesehen mit einem gut durchdachten Drehbuch, mit pfiffigen Dialogen, mit herzerwärmenden Charakteren? Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr diesen Film hier abfeiert und dass der Woche um Woche läuft. Ich war ja auch schon da, wenn ihr meine Kritik dazu sehen wollt. Ich weiß nicht, war es in der letzten Kaffee mit Sashi Show? Katastrophe für mich, ein katastrophaler Film. Ein Griff in die untersten Rohre des WCs für mich ist dieser Film. Wirklich, tut mir leid. Dem kann ich gar nichts Positives abgewinnen. Da ist nichts bei, nicht mal der Humor stimmt. Romantik kommt bei mir nie auf, weil die Hauptdarstellerin eigentlich, ja, weiß ich nicht, ihn so behandelt, als findet sie ihn ziemlich daneben. Und er biedert sich ziemlich bei ihr an. Ach, was rede ich schon wieder? Guckt euch meine Kritik an. Da haben wir wieder einen deutschen Film, 1 Million Minuten. Auch dieser Film läuft Woche um Woche um Woche um Woche. Ella und der schwarze Jaguar. Autumn kehrt in den Dschungel zurück, um ihre Freundin Hope, ein süßes Jaguar-Baby, vor Gefahr zu bewahren. Wieso kehrt Autumn in den Dschungel zurück? Was hat sie denn da vorher gemacht? Ist das ein zweiter Teil oder was ist das? Keine Ahnung. Ja, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. 15 Jahre. Deutscher Film. Eben hatten wir 1 Million Minuten, jetzt haben wir 15 Jahre. In ihrer Jugend war die Pianistin Jenny ein Wunderkind, doch das Leben meint es nicht gut mit ihr. Nach 15 Jahren Haft wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat, ist von ihrem Talent nur Wut geblieben. Schmale 144 Minuten, pures Drama. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber hätte ich jetzt die Wahl, würde ich da nicht hingehen. Butterfly Tale. Patrick kämpft trotz seines zu kleinen Flügels, um mit dem Schmetterlingsschwarm nach Süden zu fliegen. Will er Jennifer beeindrucken? Keine Ahnung, was er will, der Kleine, mit seinem zu klein geratenen Flügel. Tatsächlich ist es auch so, dass mich das gar nicht interessiert. Peppers Kinoparty interessiert mich auch gar nicht. Argylle. Ja, da geht es um einen Spion. Allerdings ist dieser Spion wohl nur dem Geiste einer Autorin entsprungen und die schreibt Geschichten mit ihm und am Ende stellt sie nachher raus, sie ist ein Spion. Also starke Frauenpower wird wieder irgendwie nach vorne gedrückt. Die Männer treten zurück und das Ding geht schmale 139 Minuten. Sie können es nicht mehr, ich kann es nur noch immer wieder sagen. Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon mal, läuft immer noch Woche um Woche um Woche um Woche.
Feuerwehrmann Sam, tierische Helden. Falsche Zielgruppe, raus aus dem Teich. Falsche Zielgruppe. Dune Double Feature, Teil 1 und 2. Okay. Wunderland, vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Wunderland. Vom Kindheitstraum zum Welterfolg bringt die fabelhafte Traumwelt des Miniaturwunderlands erstmals mit aufwendigen Cinemascope-Aufnahmen als Doku-Event auf die große Leinwand. Das ist natürlich Hammer. Tatsächlich ist es aber so, Leute, geht live hin. Miniaturwunderland Hamburg, wenn es sich um das Miniaturwunderland hier dreht. Weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Hammer. Leute, geht dahin. Es ist sein Eintritt wert. Es ist es wert, auch ein bisschen mal zu warten. Ich weiß nicht, ich war mal da, da konnte man das zeitlich eingrenzen, seine Tickets, und dann bist du sofort durchgegangen. Du hast deine Tickets gekauft und bist direkt durchgegangen. Du musstest dich nicht irgendwo anstellen in eine Warteschlange oder. Es ist wirklich immer voll da. Am Wochenende besonders. Aber es ist, ihr werdet sowas von positiv überrascht sein, Miniaturwunderland, was die da alles aufgebaut haben, das ist der blanke Wahnsinn, das ist Hammer, das zieht sich über mehrere Hallen da, Wahnsinn, die Schweiz, da, ich bin sprachlos gewesen, als ich da war, wirklich, wenn du davor stehst, der Flughafen, wirklich Flugzeuge starten und landen, der Hafen, verschiedene Länder, Venedig, Bergländer, Seenländer, Meeresländer, Hammer. Und hier könnt ihr euch vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack holen mit diesem Film. Lesung, Luise Pelt, kenne ich nicht. James-Bond-Abend, Im Geheimdienst Ihrer Majestät und Diamantenfieber. Einer der allerbesten James-Bond-Filme aller Zeiten, nämlich Im Geheimdienst Ihrer Majestät, zusammen mit einem der für mich schwächsten und enttäuschendsten Bond-Filme aller Zeiten, nämlich Diamantenfieber. Ja. Das wird ein schöner Abend am 9.3. da. Dann haben wir die Pyjama-Party-Vorpremiere von Kung Fu Panda Teil 4. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das nächste Franchise, was geritten wird. Geritten, geritten und geritten, bis das Pferd durch ist. Ugh. Wochenendrebellen. Kann Mirko seinem Sohn helfen, einen Lieblingsfußballclub zu finden, indem er ihm ermöglicht, alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live im Stadion spielen zu sehen. Bitte was? Und dann steht da oben drüber Kino für Frauen und vorne drauf ist ein Junge und ein Mann. Habe ich irgendwie was schon wieder überlesen? Oder ich meine, und warum pauschalisiert man das so? Kino für Frauen? Warum sollte das jetzt nicht auch sich ein Mann angucken, der zumindest halbwegs Interesse an der Thematik hat? Habe ich jetzt gar nicht. Also Fußball und Sport ist gar nicht mein Ding, interessiert mich null, ja. Ich gucke sowas nicht, es interessiert mich nicht. Ich verstehe auch diesen Hype nicht, gerade bei in Deutschland um diesen Fußballkram. Verstehe ich vorne und hinten nicht. Egal. Es gibt ja auch viele Menschen, die mich nicht verstehen. So, Lesung, Kästner und Kästner, interessiert mich nicht. Wir sind im Kino hier und nicht in irgendeiner Bücherei. Warte, guck mal hier, Christopher Lee, Dracula-Abend. Dracula und Draculas Rückkehr. Das ist natürlich Hammer, ne? Also das, sowas ist natürlich schon wieder Hammer. Das sind ja wirklich zwei Klassiker. Peter Cushing ist auch noch dabei. Christopher Lee. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde ich mir schon wieder überlegen. Sneak Preview, ein aktueller Überraschungsfilm. Nein, bestimmt nicht. Madame Butterfly. Was ist das? Gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln. Ist das eine Operette, Oper, Royal Opera House? Monty Pythons Osterdouble. Guck dir das mal einer an. An Gründonnerstag 19.30 Uhr erstmal die Ritter der Kokosnuss und dann das Leben des Brian. Das sind Klassiker. Das ist richtig gutes Kino. Ja, mit richtig gutem Humor. Tatsächlich konnte ich als Teenager damit gar nichts anfangen. Ich fand das oberalbern, beide Filme. Konnte ich nichts mit anfangen. Mittlerweile liebe ich sie beide. Dann haben wir einen deutschen Film und so geht deutsches Kino. Der Bader-Meinhof-Komplex mit Martina Gedeck, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz ist dabei, Moritz Bleibtreu ist dabei, Regie Uli Edel, ja, wo es halt um diese Geschichte geht mit Andreas Bader und Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin. Ja, also das ist zum Beispiel sowas, deutsche Geschichte, gut umgesetzt. Die Deutschen können gute Filme machen,
können auch spannende Filme machen. Scheinbar ist aber das Publikum nicht da, ja, weil scheinbar möchte das deutsche Publikum von deutschen Filmemachern sowas sehen wie Coco Vin, Kein Ohrhasen, bla 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 blub blub. Ja, die Dinger mit Schweighöfer, Til Schweiger und. Oder sowas wie da eben dieses mit 1 Million Minuten, irgendwas so ein bisschen mit Dramödie, ja, wo dann das Drama immer ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Janosch, komm, wir finden einen Schatz. Nein? Hier, ja, das ist natürlich hier. Gucki da. Shining. Um 22.30 Uhr mit Jack Nicholson. Das Original von Stanley Kubrick. Im Overlook Hotel. Tatsächlich bin ich mit meiner Familie da im Austausch im Moment, ob wir da hingehen wollen. Ich finde nur die Uhrzeit, wann dieser Film startet, schon wieder für einen Menschen in meinem Alter echt gehoben. Also du gehst da um 10:30 hin und dann hier 143 Minuten. Wieso geht der 143 Minuten? Ist das so? Geht der 143 Minuten? Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Da ist er. Shining. Da ist er. Geht bei mir 115. Wieso geht er hier 143? Das verstehe ich nicht. Ist das eine verlängerte Fassung oder was ist das? Ich meine, 22.30 Uhr, selbst wenn er nur 115 Minuten geht, sind das 2 Stunden. Und dann sitze ich da um 12:30 immer noch im Kino. Wenn er 143 Stunden geht, sitze ich um 13:30 noch im Kino. Das kann ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte tatsächlich Filme zu einer menschlichen Zeit sehen. Dann haben wir Schwansee, Ballett, dann haben wir eine Pyjama-Party, Abend für Große mit Schlaflos in Seattle und Während du schliefst. Der eine mit Tom Hanks und Meg Ryan und der andere mit Sandra Bullock und Bill Pullman. Und beide finde ich wirklich gut. Das sind romantische Komödien. Ja, also alle, die jetzt so auf dieses Ding da eben standen, wo die Lüge hinfällt und sagen, oh, der ist so geil, der ist so geil, der ist so geil, den empfehle ich diese beiden Klassiker. Schlaflos in Seattle und Während du schliefst. Das sind pfiffige, mit Witz erdachte, warmherzige Beziehungskomödien, Liebeskomödien, Romcoms, wie man heutzutage sagt. Aber Pyjama-Party, also wie, Pyjama-Party für Große? Nee, oder? Hab kein Pyjama, muss ich da so hingehen, wie ich schlaf? Wollt ihr nicht wissen. Oh, hier, guck mal. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ja, das habe ich schon lauern hören. Das habe ich meinem Bruder schon mitgeteilt, dass es das hier geben soll in dem Kino. Ja, der erste Teil der sogenannten Prequels. George Lucas. George Lucas. Tatsächlich ein, ja, sehr, sehr schwacher Star Wars Film, wie ich finde. Mit einem guten Liam Neeson, der leider aus dem Film scheidet am Ende. Das habe ich George Lucas niemals verstanden, warum er Liam Neeson als Qui-Gon Jinn hat aus dem Film scheiden lassen. Einer der geilsten Charaktere, wie ich finde. Der hat sofort mein Herz erobert. Stattdessen, ja, ist es so, Ewan McGregor hier, als Obi-Wan, ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich habe nie bei ihm den Vibe wie bei einem Alec Guinness gehabt. Niemals. Und dann kommt natürlich hier noch dazu Anakin, ne? Wie obernervig der in diesem Film ist. Anakin Skywalker hier. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar dargestellt. Ganz furchtbar geschrieben von George Lucas. Und trotzdem hat der Film für mich wirklich grandiose Schauwerte. Ob das jetzt Naboo ist, ob das dieses Podrace ist, ob es das große Finale ist. Und tatsächlich ist es bei mir so, bei den Prequels kommt bei mir wesentlich mehr Star Wars Atmosphäre auf, als bei den Disney Star Wars Filmen. Und bei denen es mir vor allem aufstößt, dass die sich durch alle drei Filme kein roter Faden zieht irgendwie. Also bei den Disney Star Wars Filmen hier ist es einfach für mich so, dass jeder Regisseur für mich sein eigenes Süppchen kochen wollte, aber ich fieber nie richtig mit. Ja. Dann haben wir hier Carmen, gesungen in Französisch mit deutschen Untertiteln. Nein, danke. Simsalagrim, Prinzessinnen-Special. Nein, danke. Der ist Miss Marple-Abend. 16 Uhr. 50 ab Pennington und der Wachsblumenstrauß, natürlich absolute Schwarz-Weiß-Klassiker. Da sind wir wieder beim Thema Schwarz-Weiß, wie vorhin beim Leuchtturm. Hammerfilme, ja.
ist so ein Ding, würde ich mir auch gern angucken. The Doors, Biopic natürlich, über Jim Morrison, die Rockband The Doors gründeten 1965 mit Val Kilmer. Mac Ryan ist dabei. Noch nie gesehen, bestimmt sehr, sehr interessant. Der bewegte Mann, hier haben wir wieder dieses Typische, was damals diese deutschen Komödien Anfang der 90er in Fahrt brachte. Der bewegte Mann mit Til Schweiger, Joachim Krohl, Katja Riemann, Regie Sönke Wortmann. Ja, kann ich leider nichts mehr mit anfangen. Ich habe den damals auch im Kino gesehen. Und da ist das tatsächlich so ein Paradebeispiel dafür, man lacht mit, weil der ganze Saal lacht. Aber sitzt du alleine zu Hause davor, lachst du gar nicht mehr und schmunzelst nicht mal mehr. Dann haben wir Andrea Chenier, gesungen in Italienisch mit deutschen Untertiteln. Ich meine, das muss ja Anklang haben hier, die Dinger, sonst wären die ja nicht im Programm hier, ne? Und das war's. Ja, Resümee mal eben ziehen vom aktuellen Kinoprogramm, was für mich in Frage kommen würde. Scrolle ich hier wieder ganz nach oben. Nein, 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 nein. Keine Angst, es wird gleich abwechslungsreicher. James Bond Abend würde in Frage kommen. Dracula würde in Frage kommen. Hier dieses Osterdouble Monty Python. Bader-Meinhof natürlich auch. Shining. Pyjama-Party würde ich auch mitmachen, allerdings habe ich keinen Pyjama, also nee, vielleicht dann doch nicht. Star Wars Episode 1 reizt mich auf jeden Fall, den mal wieder im Kino zu sehen. Miss Marple würde in Frage kommen und das war's. Also ihr seht schon, alles, was ich gucken würde, ist alt. Klassiker, liegt einige Jahre zurück, ist nichts Neues. Das kann ich nichts gegen machen, es ist leider so. Es ist leider so. Leute, okay. Kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Filme geschaut und beurteilt. So, und damit kommen wir jetzt zu drei Filmen, die ich in den letzten Tagen geschaut habe. Und ich kann so viel schon mal vorweg teasern. Wir haben einen Film dabei, der stargespickt ist. Tatsächlich mit solch hohen Namen. So, und damit sind wir bei einem Format angekommen, was bei euch auch immer super ankommt, nämlich Filme geschaut und beurteilt. Und ich möchte euch heute drei Filme vorstellen aus den letzten Tagen, die ich geschaut habe. Unter anderem ist dabei ein Film, der absolut stargespickt ist, ja. Das ist wirklich Star-Power pur. Und wer sagt bei den Namen, die ich dann gleich bei dem Film vorlese, ich kenne nicht einen davon, ich habe davon noch nie gehört, ich weiß gar nicht, wie die aussehen, dem muss ich leider absprechen, auch nur halbwegs Interesse an Film zu haben. Dann gibt es von mir heute einen kleinen Geheimtipp, der mich wirklich überrascht hat. Und da gehört schon einiges zu, mich heutzutage noch zu überraschen. Ja? Und dann kommen wir noch zur Filmgurke dieses Videos. Denn da gibt es auch mal wieder einen Film. Und ich hätte nicht gedacht, dass es dieser Film wird, den ich euch nachher vorstelle, weil tatsächlich ein namhafter, ausführender Produzent angepriesen wird auf dem Cover vorne. Zuerst fangen wir allerdings an mit einem Film aus dem Jahre 2000. Und zwar habe ich mir angeguckt Space Cowboys. In den Hauptrollen Clint Eastwood als Corvin, Donald Sutherland als O'Neill, Tommy Lee Jones als Hawk und James Garner als Sullivan. Ihr seht es, vier Kumpels, vier Astronauten in gehobenem Alter. Das war nicht immer so, denn der Film beginnt in den 50er Jahren und da waren sie relativ jung und waren ausgewählt, im sogenannten Team Daedalus ins Weltall zu fliegen. Kurz bevor das losging, die damalige Mission, wurden sie ausgetauscht gegen einen Schimpansen. Sie wurden somit um ihren großen Traum geprellt und betrogen, ins Weltall zu fliegen und sind unterschiedlichsten Jobs nachgegangen, ohne sich allerdings ihr Leben lang irgendwie aus den Augen zu verlieren. Sie hatten immer wieder locker Kontakt. Jetzt ist es so, in der Gegenwart, ja, die sind alle ein bisschen gealtert. Ihr habt es eben vorne drauf gesehen auf dem Cover. Jetzt im Alter ist es praktisch so, dass ein russischer Satellit außer Kontrolle gerät. Und am Anfang heißt es, es ist ein absolut harmloser Kommunikationssatellit und die USA wollen jetzt den Russen helfen. So, und dann wird ein Team zusammengetrommelt und Clint Eastwoods Charakter, der Corvin, der muss
einmal über die Pläne dieses Satelliten gucken, weil ein Steuerungselement wurde darin verbaut, was er erfunden hat. Damals, ganz, ganz weit zurück in der Vergangenheit. Keiner kann diese Pläne mehr lesen, keiner weiß, wie dieses Steuerungselement funktioniert, nur noch Clint Eastwoods Charakter. Und der sagt, wir müssen da hochfliegen, um das Ding wieder zu reparieren, damit dieser Kommunikationssatellit der Russen nicht in die Erdatmosphäre eindringt und eine Katastrophe auslöst, sozusagen. Er stellt allerdings auch einige Bedingungen, und zwar möchte er mit dem alten Team Daedalus ins All aufsteigen. Das heißt, er, Clint Eastwood, sein Kumpel O'Neill Donald Sutherland, Tommy Lee Jones als Hawk und James Garner als Sullivan. Ja, er will dieses alte Team wieder zusammentrommeln und gegen einige Widrigkeiten kann er sich dann tatsächlich behaupten und muss an einem Astronautentraining teilnehmen als gehobener Rentner in gehobenem Alter. Und das ist schon witzig mit anzusehen. Die fliegen dann tatsächlich nachher ins All, nach der ersten Hälfte des Films, fliegen die vier dann hoch ins All und versuchen diesen Satelliten, der außer Kontrolle geraten ist, wieder unter Kontrolle zu bringen. Das Problem ist, sie nähern sich diesem Satelliten und der scheint einen Selbstzerstörungsmechanismus oder einen Verteidigungsmechanismus zu haben. Denn irgendwie fährt der einige Waffen aus. Und die gehen dann irgendwie in die Ermittlung und finden heraus, das ist gar kein Kommunikationssatellit, sondern ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg, denn das Ding hat 6 Atomraketen an Bord und ist bereit, die abzufeuern auf die Erde. Und es ist einfach nur schön zu sehen, Leute, dieser Film, der tatsächlich noch so den Hauch der 90er Jahre atmet, die Luft von damals. Clint Eastwood führt auch Regie und ich mag es einfach, seine Filme. Ich mag ihn nicht nur als Hauptdarsteller in den Filmen, sondern ich mag auch die Filme, in denen er Regie führt. Er ist irgendwie so unaufgeregt bei allem. Ja, also er hat einfach ein Faible dafür, seine Filme und seine Geschichten, die Stories ruhig zu erzählen. Trotzdem haben wir absolut Interesse an den Charakteren. Wir haben Interesse zu jeder Sekunde an der Handlung dieses Films. Es ist niemals so, dass keine Spannung vorhanden ist, sondern er weiß einfach als Regisseur, als Vollprofi, wie er seine Filme inszenieren muss. Und er ist für mich nicht nur ein ganz großer Schauspieler, Clint Eastwood ist für mich auch ein ganz großer Regisseur, was er in diesem Film einmal wieder beweist. Das ist ein absoluter Spagat zwischen ein wenig Science-Fiction, ein wenig Thriller, ein wenig Komödie, ein wenig Abenteuer. Da spielt irgendwie alles mit rein. Und immer wieder auch dieses Spiel mit dem Alter unserer vier Helden, ja, die dann doch ihre Gebrechen haben, hin und wieder knackt das mal im Rücken und, aber sie wollen ja unbedingt ins All. Und dann wird uns auch noch eine spannende Story über einen außer Kontrolle geratenen Satelliten erzählt, der fast davor steht, seine 6 Atomraketen auf die Erde abzufeuern. Und jeder dieser Hauptcharaktere hat auch ein Schicksal. Also keiner davon ist uns irgendwie egal. Jede Figur ist anders, da ist nichts austauschbar, da ist nichts beliebig, da ist nichts gleich. Ganz, ganz hervorragend. Ein toller Film, der mich wirklich gut unterhalten hat. Über knappe 2 Stunden hinweg. Muss ich einfach sagen. Tatsächlich ist es so, der Film war Oscar-nominiert für den besten Tonschnitt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit so einigen Oscars habe ich immer Probleme. Also ich kann gut was anfangen mit dem Oscar für den besten Film. Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, beste Regie. Ja, mit sowas kann ich was anfangen, aber mit einer Oscar-Nominierung für den besten Tonschnitt, das würde mir nie auffallen, glaube ich, irgendwie. Also das geht irgendwie so unter bei mir. Tonschnitt oder ein Oscar für den besten Ton. Woran macht man das denn fest? Ob man irgendwie die Batterien in seinem Gehörgerät irgendwie getauscht hat am Abend vorher? Oder wie kann man das ausmachen? Woher weiß ich jetzt, dass Space Cowboys einen besseren Tonschnitt hatte als, was weiß ich, irgendwie der neueste Star Wars? Keine Ahnung. Ja, also das sind so Oscars immer, die an mir so ein bisschen vorbeiziehen. Space Cowboys, ein toller Film von 2000, was ich bereits sagte, der vereint alles irgendwie, leichte Unterhaltung mit ein bisschen Thrill dabei, Spannung dabei, einfach nur hervorragend. Ich finde auch tatsächlich das Cover und das Plakat wirklich stylisch, wenn ihr jetzt mal von dem Flatschen hier unten abseht, dem 12er. Aber wie unsere 4 gealterten Helden da zu sehen sind, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, wir sehen die Erde, wir sehen Space Shuttle irgendwie, wir sehen diese halb beleuchteten Gesichter, wirklich klasse. Überhaupt die Idee zu haben, irgendwie 4 Rentner ins All zu schicken, wirklich toll. Ganz klasse. Und so sieht die bedruckte Blu-ray aus, tatsächlich, als wenn wir im Weltall schweben und darunter ist die Erde. Space Cowboys von 2000, glänzende Unterhaltung,
bei der man einfach die Zeit vollkommen vergisst, die an einem vorüberfliegt. Von mir 8 von 10 Punkten. Ein toller Film, Space Cowboys. So, und jetzt kommen wir zu meinem Geheimtipp. Ein Film, den ich einfach mal so mitgenommen habe in einer 3 Blu-rays kaufen für 10 Euro Aktion, weil ich irgendwann darüber mal einen Bericht gelesen hatte, dass der recht gut sein soll. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, weil es waren im Jahr 2001 Jungdarsteller. Und Jungdarsteller, das ist immer so ein Ding. Das erinnert mich irgendwie an die Scream-Reihe. Das erinnert mich an Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das erinnert mich an, wie heißt denn das hier mit den Legenden? Düstere Legenden, wo dann irgendwelche Jungdarsteller rumkriechen und sich abmassakrieren lassen. Und ich dachte irgendwie, in dem Fahrtwind, in dem Fahrwasser schwimmt dieser Film mit. Der Film heißt The Forsaken, die Nacht ist gierig. Und so ein Titel sagt natürlich uns schon, worum es geht. Es geht um Vampire. Und es gibt natürlich ultra viele Vampire und Vampirfilme. Das geht los bei den klassischen Dracula-Filmen aus den Hammer-Studios. Ja, das geht weiter mit The Lost Boys, From Dusk Till Dawn, Near Dark. Also, und hier war ich tatsächlich gespannt, ob man in diesem Vampir-Genre noch ein bisschen was Neues abgewinnen kann. Ja, in der Hauptrolle zum Beispiel sehen wir Keir Smith, der den Sean spielt. Den seht ihr vorne drauf und zwar da. Ja, den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Serie Dawson's Creek. Da habe ich tatsächlich auch mal so ein paar Folgen damals gesehen in den 90er Jahren, aber jetzt nicht übermäßig viel. Ich wusste aber sofort, als er aufgetaucht ist, dieses Gesicht ist bekannt, das kenne ich irgendwoher. Ja, wir haben noch einen Brandon Fear dabei. Der spielt den Nick an seiner Seite und den kennen Fans der Serie aus Final Destination Teil 1. Und wir haben einen Jonathan Schech dabei als Kid, dem Obervampir in diesem Film. Und worum geht es? Es geht um Sean, ein junger Mann, der irgendwann gerne mal ein Cutter beim Film werden will, also Schnittmeister. So, er verdient sich jetzt ein paar Kröten dazu, er soll so ein Auto überführen irgendwie, er will gleichzeitig zur Hochzeit seiner Schwester fahren und soll das Auto überführen von L.A. nach Miami. Also ein Roadtrip. So, und er fährt dann los und irgendwo im Nirgendwo in so einer Wüste, in so einem Wüstenkaff irgendwie, übernachtet er nachts in einem Motel und hört irgendwie scheinbar im Nebenzimmer Schreie einer Frau und brutales Gebrüll von Männern. Ja. Am nächsten Morgen denkt er jedoch irgendwie, das ist ein Traum gewesen. Er trifft dann vor dem Motel auf den jungen Nick, ja, der Mann aus Final Destination. Und die fahren dann miteinander los. Nick fragt Sean dann, Mensch, darf ich bei dir mitfahren? Erst möchte Sean das nicht so gerne, weil er will ja auch keinen Ärger. Dann fahren sie zusammen weiter durch die Wüste, treffen am Abend auf eine Bande, ja, junger Leute, die ein bisschen merkwürdig sind. Das sind so 2, 3 Männer und das sind so 2, 3 Frauen bei. Und was soll ich sagen? Die entpuppen sich als Vampire. Das ist jetzt vielleicht noch nicht die große Überraschung. Das habt ihr wahrscheinlich schon gedacht euch, als ich gesagt habe, es handelt sich um einen Vampirfilm. Wir haben hier 2 junge Männer, unsere Helden, und die treffen auf eine mysteriöse Gruppe bei Nacht. Das sind Vampire, natürlich. So. Da passiert jetzt noch nicht viel, aber die beiden Helden, Sean und Nick, lesen dann tatsächlich eine junge Frau auf, die völlig paralysiert ist, nicht mehr spricht, vor sich hin starrt und einen Biss hat. Kurz unter dem Bauchnabel, mitten im Bauch. Scheinbar einen Biss. Und es kommt dann raus, dass Nick, der Anhalter, der junge Mann, den Sean mitgenommen hat, ein Vampirjäger ist, weil auch der wurde mal gebissen. Und dieser Nick offenbart Sean jetzt, dass es eine Horde Vampire ist und der Obervampir, der Kid, praktisch derjenige ist, der ihn damals gebissen hat. So. Und man muss den Obervampir töten, bevor man komplett sich verwandelt hat. Und was soll ich sagen? Es ist ein ultra stimmungsvoll atmosphärisch dichter kleiner Vampirfilm geworden. Wirklich, Leute, dieser Roadtrip durch die Wüste Amerikas mit den Vampiren. Und es ist einfach so, Jonathan Schech, der den Kid spielt, den Obervampir, ist ultra cool. Ja, also der würde einen Robert Pattinson aus der Twilight-Saga locker Arme und Beine ausreißen und dann noch ein bisschen an ihm saugen, wenn noch was in ihm drin wäre. Und ich glaube nicht, dass er auch nur ansatzweise Gold funkeln würde, wenn Sonnenlicht kommt, denn in diesem Film ist es tatsächlich so, wie es sich gehört. Sonnenlicht kommt und Vampire verpuffen, explodieren oder schrumpeln einfach nur so vor sich hin, wie Füße, die zu lange im Wasser waren. Ja, also von daher ist das so klassisch, ich mag das. Ich mag das immer gerne, wenn Vampirfilme die klassischen Elemente der Vampir-Stories,
die es früher in Romanen gab oder auch in Dracula, in die heutige Zeit übertragen. Also ich kann nichts damit anfangen, wenn ein Vampir oben ohne im Gras liegt, ja, mit seiner Liebsten zusammen und einfach nur so vor sich hin funkelt. Kann ich nichts mit anfangen. Also das sind so Facetten des Vampir-Genres, da kann ich gut drauf verzichten und frage mich auch, was der Blödsinn soll. Also nur weil das so eine Teenie-Romanze ist und das irgendwie erklärt werden muss, warum die auch bei Tag irgendwie wandeln. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier macht man es alles richtig. Was ich gerade sagte, der Film lebt durch seine Atmosphäre. Ja, also der Film ist ruhig erzählt, der Film hat einige blutige Schockeffekte mit an Bord, also es ist auch was dabei für Leute, die gerne auf solche Effekte stehen. Es ist eine interessante Charakterzeichnung dabei, egal ob von Sean, aber vor allen Dingen auch Nick, diesem Vampirjäger, vor allen Dingen auch von den Vampiren selbst, ja, oder auch der jungen Frau, die aufgelesen wird von den beiden, die ja wie paralysiert ist, nachdem sie von den Vampiren praktisch angegriffen wurde, die Megan. Also ganz, ganz klasse, die nehmen sich dann auch dieser Megan an, die beiden, der Vampirjäger Nick und Sean, wollen sie irgendwie retten, befreien und fliehen die ganze Zeit vor diesen Vampiren. Es ist eine Jagd durch die Wüste sozusagen. So ein bisschen vergleichbar vom Setting her wie auch From Dusk Till Dawn mit dieser Wüste, wenn sie beim Titty Twister ankommen oder auch der kleine Thriller Red Rock West mit Nicolas Cage zum Beispiel. Der hat eine ähnliche Atmosphäre in so einem Wüstenkaff und genauso ist es hier. Ja, also wir gehen nicht in irgendwelche großen Städte, sondern wir sind in so kleinen Cuffs, wir sind in kleinen Dinern, wir sind in kleinen Motels irgendwie zugange, wir sind auch in der Wüste zugange. Wirklich spannend erzählt. Und spannend finde ich im Übrigen auch mal wieder die Zensurpolitik bei diesem Film, denn der Film war bis 2019 indiziert. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, warum? Reicht nicht einfach eine 18er Freigabe? Warum muss man das Ding auch noch indizieren, sodass es nicht bewerbbar war? Keine Ahnung, der Film ist mittlerweile neu geprüft und frei ab 16. Wieder so ein Irrsinn, ja. Also wirklich, der Film hat mich wirklich, wirklich gut unterhalten, ja. Und das schaffen nur wenig Vampirfilme, weil das Vampir-Business, das Vampir-Genre ist schon ziemlich ausgesaugt, möchte ich sagen, ausgelutscht natürlich über die Jahre. Und ich finde es immer wieder gut, wenn ich Filme entdecke, vor allen Dingen so ältere wie den hier von 2001. Ich meine, das Ding ist jetzt 23 Jahre auch schon alt. Wenn ich solche Filme entdecke und die können mich einfach fesseln, die können mich gut unterhalten und spannend erzählen. Ich meine, diese 90 oder 100 Minuten, die das Ding geht, sind so schnell an mir vorbeigegangen. Also wer auf Vampirfilme steht und eine gewisse Atmosphäre von Filmen, ja, der sollte hier unbedingt zugreifen. The Forsaken, die Nacht ist gierig. Einfach nur klasse. Und die Vampire sind obercool. Die sind wirklich cool gemacht. Vor allen Dingen der Obervampir, Kit. Ganz klasse. Und wie ich bereits sagte, auch ein paar geile, blutige Effekte sind dabei. Auch das große Finale dann in diesem Motel da. Klasse. Wirklich gut gemacht. Hat mich richtig überrascht. Endlich mal wieder eine Perle entdeckt. Forsaken, die Nacht ist gierig. So sieht das Ganze von hinten aus. Von vorne aus. Ganz stylisch, finde ich. Geht. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Einige Szenenfotos, die Filmbeschreibung ist ebenfalls dabei. Und wir haben die bedruckte Blu-ray Uncut-Version, steht auch drauf, damit auch alle wissen, die das Ding noch kennen, als es indiziert war, frei ab 18. Das ist eine Neuprüfung, die ist jetzt frei ab 16. Und es ist einfach angenehm auch zu sehen gewesen, dass die Jungstars mich überhaupt nicht nerven. Im Gegenteil, die spielen richtig gut ihre Rollen hier. Forsaken. Ganz klasse, 9 von 10 Punkten. Also da fehlte wirklich nur einer, damit das für mich absolut klassikerwürdig ist. Und das ist ganz nah dran. Das ist ganz nah dran und ein echter Geheimtipp, Leute. Forsaken, die Nacht ist gierig. Ein toller Film. Und jetzt kommen wir zur Filmgurke des Videos. Hammer. Was ein Hammer. Vorne drauf auf dem Cover steht ausführender Produzent James Cameron. Und ich musste einfach zugreifen, weil ich auch hinten drauf gelesen habe, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt. Und das Ding ist einfach, dass es ein Unterwasser-Tauchfilm ist. Also natürlich, man taucht immer unter Wasser. Vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen dusselig ausgedrückt. Also es ist ein Tauchfilm unter Wasser in unterirdischen Höhlen, wo es auch noch um Klaustrophobie geht. Ich bin klaustrophobisch. Ja, also mit mir kannst du nicht in enge Räume gehen, in enge Gänge. Das wird nichts. So, genauso wie ich Höhenangst habe. Aber Klaustrophobie ist fast noch schlimmer. Und wenn ich dann mir vorstelle, ich habe auch noch einen dicken Taucheranzug an und eine Maske, wo ich nur so viel sehe, also nur so viel, ja,
und ich muss da irgendwie in Kilometer Tiefe durch solche schmalen Tunnel irgendwie durchtauchen, dass ich kaum durchkomme, dann perlt mir schon der Angstschweiß über den Körper. So, und in diesem Film geht es praktisch genau darum. Sanctum. Ausführender Produzent James Cameron. Ich fand auch das Cover sehr stylisch. Ja? Vorne drauf irgendwie diese Riesenhöhle, durch die da getaucht wird. Ich habe natürlich auch hinten drauf gelesen, ja, wo es drum geht. Kann ich euch aber vorlesen. Wahrscheinlich jeder von euch hätte das Ding auch mitgenommen. Ja, da wird dann geprahlt. Ein Erlebnis, das dir den Atem raubt. Ein gnadenlos inszenierter Überlebenskampf im Inneren der Erde. Nichts für schwache Nerven. Blockbuster-Garant James Cameron inszenierte nach einer wahren Begebenheit einen Action-Thriller, der den Zuschauer packt und nicht mehr loslässt. Schwafel, 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 Schwafel. So. Stellen wir diesen stylischen Film mal dahin. Und fangen wir mal an. Ja, tatsächlich geht es um eine Gruppe Taucher, die in Papua-Neuguinea oder so ähnlich eine riesige Unterwasserhöhle erforschen wollen. Und sie haben auch schon einen Teil da erforscht. Und es gibt dann auch einen Vater, also es ist irgendwie der Leiter dieser Taucher, irgendwie der liegt gerade im Clinch mit seinem Sohn, weil sein Sohn hat nicht das gemacht, was er wollte. Und es gibt dann auch ein paar Frauen und ein paar Männer, die dann mittauchen wollen. Und die eine Frau soll eigentlich nicht mittauchen, weil sie nicht in der Lage ist dazu oder irgendwie sowas. Und dann haben sie da so ein ganz enges Nadelöhr, wo sie durchtauchen müssen. Und wenn sie da durch sind, sind sie in einer riesigen Höhle, die mehrere hundert Meter hoch zu sein scheint und so weiter und so weiter. Also was uns da alles erzählt wird und wie viele Figuren da eingeführt werden. In schönen Bildern, muss ich sagen, tatsächlich so ein bisschen vom Dschungel, auch von den Unterwasserhöhlen und diesen engen Gängen. Alles schön und gut, aber ich habe selten so einen unspannenden, langweiligen Film gesehen, der eigentlich spannend und nägelzehrend sein soll. Also wirklich, dieses Sanctum von 2011, mein Gott, was hätte ich aus dieser Story gemacht? Also was fehlt dem Film denn? Ich meine, wenn all das drin ist, was ich gerade sagte, eine geile Unterwasserhöhle, enge Gänge, Dramatik durch Leute, die vielleicht nicht richtig tauchen können, Vater-Sohn-Konflikt, was fehlt denn dem Film? Ja, interessante Charaktere. Das hat der Film überhaupt nicht. Also, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass man vorne draufballert, ausführender Produzent ist James Cameron. Aber wir geben uns überhaupt keine Mühe bei den Charakteren. Es war tatsächlich so nach einer halben Stunde, dass ich nicht wusste, wen ich da vor mir habe, weil die alle gleich aussehen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Space Cowboys eben. Echte Charaktergesichter. Clint Eastwood. Donald Sutherland. Ja, Tommy Lee Jones, James Garner, was haben die bitte sehr alles für kantige, markante Gesichter, die sofort irgendwie im Kopf bleiben? Was können die geilen Schauspielern? Ist hier in Sanctum überhaupt nichts von zu sehen. Das sind 0815 Leute. Das sind Menschen, die könnte ich beim Einkaufen an der Kasse treffen. Ja, das ist nichts, was im Gedächtnis bleibt. Wenn ihr mich jetzt fragt, und das ist erst ein paar Abende her, seit ich den abgebrochen habe, tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde, könnte ich euch nicht mehr sagen, wie die Schauspieler aussehen. Wüsste ich nicht, weil sie mir auch nie nahegebracht werden. Das Einzige, was behauptet wird, ist, es gibt einen Konflikt zwischen Vater und Sohn. Und man sagt ja immer so schön, ob in Büchern oder auch in Filmen. Man soll die Konflikte zeigen und nicht immer nur drüber reden und schwafeln. Denn wenn ich das will, kann ich auch Bücher lesen. Ja? Es ist einfach so. Ja, das ist Katastrophe, wenn du das im Film machst und immer nur behauptest, ja, es gibt einen Konflikt zwischen Vater und Sohn. Und die anderen haben gar keinen Charakter, die anderen, die da noch mit bei der Expedition sind. Nichts, gar nichts. Es wird sich nur konzentriert auf dieses Höhlenlabyrinth und auf die große Höhle. Und natürlich habe ich dann mal ein bisschen geforscht, warum das so ist. Also warum habe ich das Gefühl, die Charaktere interessieren mich nicht? Warum sind die so eiskalt? Warum haben die eigentlich gar keinen Charakter? Sondern sind so austauschbar, so kalt, so leblos für mich. Ja? Von der Agilität her, vom Schauspiel, so limitiert. Ja, warum? Ja, der Film wurde in 3D gedreht. Und wer in 3D dreht, der legt vor allen Dingen Augenmerk darauf, dass der Film gut rüberkommt, wenn du eine 3D-Brille aufhast. Den interessiert das im Grunde nicht, wie die Charaktere sind. Es kann auch gut sein, dass James Cameron so ein bisschen geübt hat hier für Titanic, den er ja dann nochmal konvertiert hat. Ja, oder Avatar. Kann auch sein, dass er einfach nur geübt hat.
dass dabei allerdings die Charaktere und die Storys völlig auf der Strecke bleiben. Ich meine, ich habe das 100-mal gesehen. Eine gewisse Gruppe, ja, eine gewisse Anzahl in einer Gruppe, was weiß ich, 6, 7 Leute, die in eine Höhle gehen, in den Dschungel, in eine Wüste und nacheinander sterben die so weg oder irgendwas passiert mit denen. Ja, tausendfach gesehen. Und wenn du es dann noch so verpackst wie hier, wie langweilig das ist. Alter, wenn ich da vergleiche, zum Beispiel den Klassiker Poseidon Inferno, die Höllenfahrt der Poseidon, diesen Katastrophenfilm, wo das Schiff sich auf den Kopf dreht an der Silvesternacht, wie interessant die Charaktere da gestaltet sind, wie die auch alle bis heute noch bei mir im Kopf sind und der Film ist von 72. Ja? Ist das einfach nur, das ist Weltklasse, Poseidon Inferno und das hier ist, weiß ich auch nicht. Also wenn du sagst, das eine ist Champions League, ist das hier Kindergartenfußball. Ja, das ist was anderes fällt mir nicht ein. Wirklich, also zu keiner Zeit in 3/4 Stunde ist Spannung aufgekommen. Und das ist so ein typisches Beispiel bei mir. Charaktere stimmen nicht, die Dramaturgie stimmt für mich nicht. Man merkte, der Film baut auf seine Optik, auf die Visualität, auf die Enge der Gänge, auf die Weite der Höhlen. Und als ich dann gelesen habe, ja, das wurde in 3D gedreht oder als 3D-Film ins Kino gebracht oder wohin auch immer, ja, war mir das alles klar, warum die Charaktere nicht gut ausgearbeitet waren, warum man nicht einfach mehr Wert gelegt hat darauf, was mit ihnen geschieht, auf ihre Hintergründe, auf ihr Zusammenspiel miteinander, auf das, was mit ihnen passiert, dass man mit ihnen auch mitleidet. Das war mir völlig schnurz, als da diese erste Frau da über den Jordan gegangen ist. Alles war mir wurscht, wirklich. Was mit denen passiert? Ich kann nicht mitleiden mit Charakteren und Figuren, die mir vorher nicht nahegebracht werden. Wo der Regisseur und die Filmemacher es völlig verpassen, das für mich interessant zu machen. Und das war bei diesem Film so eine absolute Enttäuschung für mich gewesen, dieser Film. Und das würde mich mal besonders interessieren, wenn ihr den Film kennt hier, wie ihr den findet. Also das war gar nichts. Das war wirklich überhaupt nichts. Ich habe so lang geweilt vor dem Fernseher gesessen. Und es ist ja einfach so. Ich wollte den Film gut finden, wirklich, weil er ja auch auf einer wahren Begebenheit beruht und weil ich das von der Thematik, von den Locations sehr unter Wasser, Höhlen, ich stehe auf solche Filme. Aber ich konnte ihn mir nicht schönreden und ich konnte ihn mir auch nicht schön saufen mit Kaffee. Es ging einfach nicht. Ja? Also mir sind dann bei einem Film, der ultra spannend gemeint ist, immer wieder die Augen zugefallen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht mehr. Wenn das Ding mich nicht bis zur Hälfte ansatzweise packt, wird das ausgemacht. Und das war einer dieser Fälle. Sanctum. Ganz, ganz, ganz schlimm für mich gewesen. Der Film hat natürlich einige optische Reize. Der Film versteht das gut, diese Höhle zu zeigen, die Enge der Gänge. Aber was nützt es, wenn da für mich vom Charakter her leblose Menschen durchschwimmen und tauchen? Gar nichts nützt das irgendwie. Ich meine, was hätten richtig gute Regisseure noch vor 20, 30 Jahren mit diesem Stoff gemacht? Die hätten mir einen Klassiker vorgesetzt. Einen Höhlenklassiker. Ist leider nichts geworden. Also, wer das Ding haben will, es ist einmal hier. Ja. Und ich hatte so gehofft, dass mich ein Film von 2011 packt mit diesem geilen Cover irgendwie. Allein wegen dem Cover bin ich schon versucht, das zu behalten. Ist aber leider dann doch nicht so, weil ja für mich dann doch der Film zählt, ne? So, ich kann euch auch leider nicht sagen, wie der Film endet, weil, wie gesagt, ich habe ihn abgebrochen. Die bedruckte DVD sieht genauso geil aus. Und wir haben hier drüben sogar so einen kleinen Flyer. Ja, ist nicht viel drin. Darstellerinfos. Ja, und guckt euch doch mal die Gesichter an. Das sind doch keine Charaktergesichter. Das ist doch, weiß ich nicht, Massenware. Oder wie? Als wenn man zur nächsten Castingagentur gegangen ist und gesagt hat, gib mir mal die ersten, die da drin kommen. Fangen wir bei A an. Ich weiß es nicht. Sanctum, aufgrund doch einiger visuell beeindruckender Szenen in diesen Höhlen, auch im Dschungel da am Anfang oben, dieser riesige Krater, wo die Höhle praktisch beginnt, wo die da, einer springt ja sogar mit dem Fallschirm rein, so groß ist dieser Krater. Aufgrund dessen gebe ich diesem Film noch 3 von 10 Kaffeebohnen. Mehr hat das Ding aber für mich leider nicht drauf. Ja. Und wie gesagt, jeder, der ihn gesehen hat und der eine andere Meinung hat, ich bin gespannt, was ihr für Argumente habt, warum euch der Film fasziniert hat. Leute, so, das war's mit der Kaffee mit Sashi Show für den März 2024. Ich hoffe, ich
und wir mit meiner Tochter zusammen konnten euch ein wenig unterhalten. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf eure Kommentare. Schreibt es uns unten rein. Ganz wichtig ist, macht die Abstimmung mit über die Filme, die ich Fiona zur Auswahl gestellt habe. Welchen Film soll ich ihr als nächstes zeigen? Tanz der Teufel, Misery oder Alien? Ja, das würde uns interessieren. Und der Film, der die meisten Stimmen hat, den werde ich ihr dann vielleicht mal vorsetzen. Mal gucken, was sie dann dazu sagt, Leute. Ansonsten bin ich jetzt erstmal weg für heute. Wünsche euch alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund. Und was noch viel, viel wichtiger ist, auch wenn ihr krank seid derzeit, schaut Filme.